Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, ich begrüße Sie zu unserer heutigen, im ersten Tagesordnungspunkt öffentlich tagenden Sitzung des Ausschusses für Gesundheit. An die Kollegen Stadträtinnen und Stadträte die Information, dass Ihnen die Unterlagen form- und fristgerecht zugegangen sind. Gibt es Ihrerseits Anmerkungen oder Hinweise zur Tagesordnung? Herr Dr. Deppe. Gut, also zum einen gleichzeitig auch als Antrag zur Tagesordnung. Unsere Geschäftsordnung sieht ja bei solchen Anhörungen vor, dass es eben auf 90 Minuten begrenzt ist und dass es dann nur eine halbe Stunde die Möglichkeiten gibt für Fragen und Antworten. Wir halten das angesichts der Bedeutung der ganzen Angelegenheit hier für wesentlich zu kurz und wir beantragen daher, dass diese 30 Minuten Festsetzung für die Fragerunde aufgehoben wird. Das ist der Antrag. Und zum anderen möchte ich auch hier in der Öffentlichkeit nochmal das Verfahren rügen. Es ist lange bekannt gewesen, dass diese Expertenanhörung am 16.09.2020 stattfinden soll. Ich denke, die Fraktionen haben alle bis zu dieser Frist, 15. August oder so, ihre Expertinnen oder Experten benannt. Und dann wurde an die Experten, Expertinnen lediglich eine einzige Unterlage ausgereicht, die, glaube ich, auf das Begleitteam vom Mai dann zurückgeht. Inzwischen sind ja auch eine ganze Menge andere Diskussionen auch in dem Begleitteam gelaufen und wir hatten ja auch Anfang September ein Begleitteam, wo nochmal einige wichtige Dinge präsentiert wurden. All diese Unterlagen sind den ExpertInnen erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugänglich gemacht worden. Und das ist ein Verfahren, was nun wirklich nicht dazu geeignet ist, den Experten ausreichende Möglichkeit der Vorbereitung zu geben. Also die haben damit letztlich eine Vorbereitungszeit von 3 Arbeitstagen gehabt, wobei zu bedenken ist, dass sie auch noch einige andere Dinge zu tun haben. Also es sind ja jetzt nicht die hauptamtlich bestellte ExpertInnen für diese Anhörung. Und es ist wirklich unverständlich, warum diese Unterlagen nicht früher ausgereicht worden sind, sodass eben eine bessere Vorbereitung der ExpertInnen möglich gewesen wäre. Und ich denke, diese ganze Anhörung wird darunter leiden, dass eben die ExpertInnen nur diese knappe Vorbereitungszeit hatten. Vielen Dank. Ihren Antrag, dass der Austausch nach der Expertenanhörung verlängert werden kann, den würde ich so übernehmen. In den Expertenanhörungen sind wir nicht verpflichtet, 90 Minuten zu diskutieren bzw. uns Zeit zu nehmen, aufgrund auch der Größe der Fraktion, der Vielzahl der Fraktionen im Stadtrat ist das auch angebracht, ein bisschen länger zu diskutieren. Der zweite Punkt Ihrerseits, Herr Dr. Deppe, wir haben uns sehr bemüht, so gut wie irgend möglich die Unterlagen zusammenzustellen in einer Art und Weise, dass stringent herausgearbeitet wird, wie der Diskussionsprozess, ich sage mal ganz bewusst vom Allgemeinen zum Besonderen, für die Experten leicht einsehbar darstellbar ist. Und ja, es dauerte länger als gedacht. Und ich hoffe und wir werden sehen, ob die Diskussion, und insofern freue ich mich auch auf die Expertenanhörung, wirklich ihrer Vermutung Recht gibt, dass die Qualität der Expertenmeinungen nicht die Tiefe erreichen konnte, aufgrund der Zeitknappheit. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung, Herr Böhm? Also grundsätzlich teilen wir das Anliegen von Dr. Deppe. Aber ich würde natürlich anregen, dass wir uns dann schon für die Diskussion doch ein Zeitfenster geben sollten, weil wir haben danach noch eine Ausschusssitzung.
man sagen, wir tun es auf eine Stunde ausweiten oder so. Aber wir sollten uns da zumindest, wenn wir es jetzt schon drüber hinausgehen, doch ein Stück weit, ich sag mal, in die Zeit setzen. Denn wir haben ja auch Leute dann da, die für die folgende Ausschusssitzung geladen sind. Und ja, wenn wir dann hier bis 21 Uhr diskutieren, ist es dann wahrscheinlich schwierig für den Rest. Also wir würden so eine Stunde vorschlagen anstatt einer halben Stunde. Aber schauen wir mal, was so von anderen Kollegen kommt. Gut, auch diesen Vorschlag würde ich sozusagen als Zielgröße übernehmen. Ja, ich würde vorschlagen, in Abhängigkeit auch hier der Intensität und der Güte auch des Austausches der Fragen, um Klarheit auch für die Stadträtinnen und Stadträte zu schaffen, würden wir auf 60 Minuten Austausch orientieren, wenn es dann 70 Minuten werden. Dann würde ich auch damit leben können. Herr Lommel. Ja, ich würde es so halten, dass wir das gar nicht so zeitlich limitieren, weil ich die Wichtigkeit dieser Diskussion ja nicht begrenzend sehe. Und wenn wir der Auffassung sind, irgendwann mal, dass wir noch nicht fertig sind, dann müssen wir einen anderen Zeitraum vielleicht dann weiter diskutieren. Aber mich jetzt da festkneten zu lassen zeitlich, sehe ich eigentlich nicht so. Ja, also das ist mir zu wichtig heute. Gut, ich würde bei 60 Minuten dennoch bleiben. Es ist ein Austausch, es soll keine Diskussion in diesem Sinne stattfinden. Die Diskussion werden wir dann in den entsprechenden Fachausschüssen entsprechend auch der sächsischen Gemeindeordnung führen. Damit eröffne ich die Sitzung. Möchte Sie darauf hinweisen? Nein, noch nicht. Herr Stadtrat Mattes. Ich möchte nur etwas gerne zu Protokoll geben, dass das aufgenommen wird, weil Sie hatten am Anfang gesagt, die Unterlagen sind frist- und formgerecht zugegangen. Die Geschäftsordnung des Stadtrates sieht vor, dass Unterlagen 6 Tage vorher bei den Ausschussmitgliedern sind. Ich möchte feststellen, dass die Präsentation, die jetzt der Anhörung zugrunde liegt, also die maßgebliche Unterlage, nicht vor 6 Tagen, sondern vor 20 Minuten uns zugegangen ist im System. Und dass das natürlich eine gewisse Schwierigkeit hat, sich da hinreichend auf Fragestellungen vorzubereiten. Vielen Dank für diesen Hinweis. Die Informationen sind hier gebündelt. Sie als Begleitteammitglied, wie auch die Kolleginnen im Fachausschuss, sind auf dem Stand, der die Folien nochmal widerspiegelt. In den einzelnen Begleitteamsitzungen bzw. im letzten Fachausschuss gebracht worden. Die Unterlagen sind für die Experten versendet worden, damit die Kolleginnen auf den Stand gebracht werden, auf den sie alle schon sein müssten. Insofern gilt hier nicht das Maß der Frist. Der Herr Oberbürgermeister hat erst vor wenigen Minuten diese Präsentation für die Stadträtinnen und Stadträte freigegeben. Das ist sein gutes Recht. Und wie gesagt, die Informationen liegen Ihnen allen vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Form von Folien, in Form von Diskussion, in Form von Präsentation aus der vergangenen Fachsitzung bzw. aus den Begleitteamsitzungen. Zu diesem Zeitpunkt noch als interne Dokumente. Herr Mattes. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren oder diskutieren, es ist schade um die Zeit. Ich möchte nur richtig stellen, wenn der Herr Oberbürgermeister das erst vor 20 Minuten freigegeben hat, bitte ich ausdrücklich darum, die Kritik an ihn weiterzuleiten. Die Frist für die Zusendung der Unterlagen gilt selbstverständlich in allererster Linie auch für den Oberbürgermeister. Da gibt es auch keine Ausnahmen von. Gut, ich würde das an Herrn Oberbürgermeister so weiterleiten, möchte Sie noch darüber informieren, dass wir im ersten Tagesordnungspunkt ein Streaming und damit eine öffentliche Übertragung der Diskussion veranlasst haben auf www.dresden.de/stadtrat. Können Sie auch später noch diese Diskussion, diese Expertenanhörung dann auch weiter verfolgen. Insofern steige ich jetzt auf den 1. Herr Böhm. Kurze Nachfrage, ist das denn geprüft worden, dass das funktioniert, weil ja doch in den letzten Tagen Zugriff auf Ratsinfo und Session etc. doch wohl mit Schwierigkeiten belastet war? Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Mein Kollege Herr Hein hält den Daumen nach oben.
Insofern ja. Und das Schöne ist, wenn es funktioniert, können wir auch noch lange, lange Zeit danach uns die Expertenanhörung gemeinsam anhören und dann auch daran orientiert weiter diskutieren. Insofern eröffne ich jetzt die Sitzung und freue mich, die Experten begrüßen zu können, die durch die einzelnen Fraktionen entsandt wurden. Und ich bitte die Experten, sich dann auch kurz vorzustellen. Die Redezeit ist auf ein Soll von 10 Minuten bemessen. Die Experten wurden auch darauf hingewiesen, dass wir schriftliche Informationen im Nachgang erbitten, beziehungsweise auch jetzt, sofern schon vorliegend, dass wir mit diesen Informationen, mit Ihrem Expertenwissen dann auch gut arbeiten können. Insofern auch meinerseits herzlich willkommen. Ich würde aber Herrn Polle als kaufmännischen Direktor das Wort geben, um in das Thema als solches einzusteigen, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Gäste mit in die Thematik zu nehmen, eben auch hier einen gleichen Wissensstand zu erreichen und dann den Experten das Wort geben. Herr Polle, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich darf einleiten in das heutige Thema und neben der Entwicklung, wie wir als Direktorium oder als städtisches Klinikum unser Präferenzszenario entwickelt haben, auch nochmal die 3 Szenarien vorstellen, die der ganzen Diskussion zugrunde liegen. Auf der Eingangsseite mehr Gesundheit für Dresden. Ich habe hier nochmal ein Bild der Stadt Dresden dargestellt. Die blauen Punkte, die Sie dort sehen, sind die 4 Standorte des städtischen Klinikums. Sie sehen, dass Friedrichstadt relativ im Zentrum liegt und die anderen 3 Standorte entsprechend drumherum angesiedelt sind. Aber Friedrichstadt liegt auch im Zentrum von Dresden, was wir gleich noch weiter betrachten werden. Wo kommen wir her? Wo stehen wir aktuell und was treibt uns an? Sie sehen die Ausgangslage. Auf dem linken Chart sehen Sie die Leistungsentwicklung der städtischen Kliniken, ausgehend von dem Leistungsspektrum und der Leistungsanzahl im Jahre 2015. Mit einer stabilen Leistungssituation ist die 4 Jahre danach meistens nach unten gegangen oder nur nach unten gegangen. Die Jahre 18 und 19 waren sehr negativ von der Leistungsentwicklung, was Sie weiter oben sehen, was sich auch in den finanziellen Ergebnissen niedergeschlagen hat. Die städtischen Kliniken haben in den Jahren 17, 18 und 19 zusammen 25 Millionen Verlust gemacht. Die Leistungsentwicklung im Jahre 2020 sieht Corona-unabhängig genauso aus wie im Jahre 19. Das heißt, momentan stabilisieren wir uns auf diesem sehr, sehr niedrigen Niveau und das, obwohl die Bevölkerungsentwicklung auch in den Jahren 18 bis 20 sehr positiv waren. Woher kommt das? Wir haben die Somatik, den größten Anteil unserer medizinischen Leistungen an 3 Standorten verteilt. Wir haben eine Doppelvorhaltung, wir haben heute 30 Kliniken. Wenn wir die Doppelvorhaltung rausnehmen, kommen wir auf 23. Wir haben suboptimale Stationsgrößen und eine prozessuale Gestaltung, die nicht gut ist. Und vom Niveau her, vom Leistungsniveau, sind wir vom Schweregrad eher ein Grund- oder Regelversorger, was Sie auf der Seite davor in den Leistungsentwicklungen als Konsequenz gesehen haben. Wie sind wir vorgegangen? Wir als Direktorium haben eine Medizinstrategie, ein medizinisches Zielbild entwickelt. Wir haben daraus eine Kapazitätsberechnung abgeleitet und haben uns dann die 3 Szenarien angesehen und haben das für uns Vorteilhafteste herausgesucht. Medizinstrategie als roter Faden. Vom halben Jahr ist eine Arbeitsgruppe Zukunft gebildet worden, die gemeinsam mit Ernst & Young eine Analyse durchgeführt hat. Die wichtigen Dinge heute in einer solchen Analyse sind, wie entwickelt sich der Wettbewerb, wo stehen wir heute, wie entwickelt sich das Thema Ambulantisierung, sind unsere Prozesse gut aufgestellt, wie sieht unsere Verwalter und unsere Auslastung aus und ganz wichtig natürlich, was wird in Zukunft noch stationär erbracht werden. Das ist die entscheidende Frage. Bei allen Überlegungen gehen wir vom Inhalt unseres Unternehmens aus und das ist die Daseinsfürsorge für Dresden. Das ist unsere Triebfeder und die Daseinsfürsorge hängt mit den Leistungen oder von den Leistungen ab, die wir erbringen. Das heißt, die Medizin steht im Vordergrund.
Sie sehen hier einmal eine Sollstruktur, das heißt, also ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben 30 Fachabteilungen heute an 4 Standorten. Wenn wir nur die Doppelstruktur rausnehmen, ohne irgendwas zu streichen, unser Bestreben ist nicht irgendwas zu streichen, sondern nur weiterzuentwickeln, kommen wir auf diese 23 Fachabteilungen. Und wir sind in der Gruppe Zukunft weitergegangen und haben eine Schwerpunktversorgung mit 9 Zentren dargestellt. Die Zentren haben auch eine Struktur von der Erarbeitung her, wie ich das gerade schon gesagt habe. Was wird in Zukunft noch stationär erbracht? Was wird ambulant sein? Und insbesondere auch, wo wollen wir und müssen wir auch interdisziplinär zusammenarbeiten? Der Patient, der zu uns kommt, dem ist das relativ gleichgültig, ob er operiert wird oder konservativ behandelt wird. Der möchte, dass die beiden damit zusammenhängenden Disziplinen sich austauschen und frühzeitig sich mit ihm beschäftigen und frühzeitig zusammen sich mit ihm beschäftigen. Diese neuen Zentren sind für uns zukunftsträchtig. Wir wollen diese neuen Zentren als Leuchttürme ausbauen. Das heißt nicht, dass Fachabteilungen, die Sie hier nicht finden werden, in Zukunft nicht weiter angeboten werden. Als Beispiel möchte ich die Urologie nennen. Auch die Urologie wird weiter fortgeführt, auch wenn es nicht in ein Zentrum reinpasst. Trotzdem halten wir die Zentrenbildung für absolut zukunftsweisend. Die Kapazitätsplanung, auch hier, wir haben das Thema Allgemeinchirurgie genommen, noch gar nicht Richtung Zentrum. Wir haben heute 2 allgemeinchirurgische Abteilungen an den Standorten Friedrichstadt und Trachau. Sie sehen unten die aktuelle Istbettensituation, das sind zusammen 120. Wir haben aber eine mäßige Auslastung, die bei Mitte 70% liegt. Wir haben Subdisziplinen, die allerdings auch doppelt und teilweise nicht abgestimmt vorgehalten werden. Wir wollen diese Bereiche zusammenführen, aber wir wollen Subdisziplinen noch transparenter machen, noch deutlicher darstellen. Gehen davon aus, dass wir bei einer 85%igen Auslastung, was normal in dem Bereich ist, mit 94 Betten auskommen. Wir haben das, was Sie hier sehen, in allen Bereichen gemacht und kommen zu dem Ergebnis, dass wir von heute 1540 Betten insgesamt in Zukunft, in dem Zukunftsszenario 2035 mit 1410 Betten auskommen. Also 130 Betten weniger. Mit unterschiedlichen Gewichtungen, wir sehen, dass die Psychiatrie sich, oder wir sehen die Nachfrage für die psychiatrische Versorgung als steigend an. Entsprechend haben wir 28 stationäre Betten mehr mit reingenommen. Und Sie sehen die Reduktion in den somatischen Disziplinen um 163, woraus sich der Saldo mit 130 ergibt. Das sind allerdings auch Betten, wenn man von Bettenabbau sprechen würde, die wir heute schon nicht nutzen und über eine Prozessverbesserung in Zukunft noch anders füllen wollen. Das heißt, wir bilden im Grunde mit dem, was wir 2035 vorhaben, nur den Ist-Stand ab, der heute schon da ist. Welches Szenario bietet die besten Chancen für uns? Wir haben ursprünglich 4 Szenarien gehabt, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Szenario 0, keine Strukturveränderung. Das heißt, die Ausgangslage und der Status quo mit den 4 Standorten, mit der Doppelvorhaltung, mit der baulichen Situation, insbesondere Trachau, mit der Schwierigkeit, dort was weiterzumachen, bleibt gleich. Szenario 1, Neubau Trachau-Bülau, das heißt die Zusammenführung aller nordelbischen Abteilungen in einem Neubau im Dresdner Norden auf der grünen Wiese, keine Veränderungen in Friedrichstadt. Szenario 2, Campuskonzept, die Zentralisierung der Somatik am Campus Friedrichstadt. Der Campus Trachau wird zum Generationenquartier mit einer Notfallmedizin, mit einem Zentrum für Kinder und Erwachsene mit Behinderung, für ambulante Angebote wie das OP-Zentrum, für niedergelassene Ärzte, aber auch das Thema Pflege, Altenpflege und soziales Wohnen entwickelt. Und der Campus Bülau-Weißer Hirsch, dort entsteht weitestgehend unser interdisziplinäres Zentrum für psychische Gesundheit. Szenario 3, also das vierte Szenario, das war angedacht als Komplettneubau. Die Investitionskosten für einen Komplettneubau in Höhe von 1,4 Milliarden Euro haben dieses Szenario sofort zum Erliegen gebracht. Das heißt, wir haben dort keine weiteren Überlegungen angestellt, weil wir die Finanzierung von 1,4 Milliarden nicht hinbekommen werden. Mit diesen Szenarien hat man sich intensiv beschäftigt. Sie sehen hier das Ergebnis einer Bewertung durch die Firma Ernst & Young. Dieser Bewertung, die ich hier nur als Gesamtergebnis aufgeführt habe, liegt die Balance Scorecard zugrunde. Das heißt, Ernst & Young hat mit verschiedenen Bereichen wie Qualitätsentwicklung, wie Personalentwicklung, das Thema Finanzen und das Thema Prozesse hat man alle Bereiche bewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass die Strukturveränderung, also das Szenario 0, das heißt keine Strukturveränderung, das Schlechteste wäre, was uns passieren kann. Leicht besser ist der Neubau in Trachau, aber das favorisierte Konzept aufgrund dieser Bewertung ist das Konzept Campus-Konzept,
weil man dort die meiste Zukunft für unser Klinikum ersieht. Das ist, wie gesagt, das, was Ernst & Young aufgrund dieser komplexen Balance-Scorecard-Bewertung durchgeführt hat und errechnet hat. Wie sehen wir das als Direktorium und das Direktorium im Laufe der Bearbeitung des letzten halben Jahres um die 5 Chefärzte des Begleitteams erweitert worden? Wir haben für das Thema Notfallzentrum am Standort Trachau Herrn Dr. Frank mit dazu gebeten, der das Konzept, der als Leiter der Notfallmedizin für das städtische Klinikum dieses Konzept erarbeitet hat. Wir sind der Meinung, dass mit dem Zielbild, was wir entwickelt haben, das Campus-Konzept das Beste ist, was wir oder was uns mit unserer Medizin und mit unserer Konzentration auf die Mitarbeiterschaft nach vorne bringt. Wir wollen also die Somatik an dem Campus Friedrichstadt konzentrieren. Wir wollen den Campus Trachau zu einem Generationenquartier ausbauen mit viel ambulanten Angeboten und damit auch mit einer guten Versorgung vor Ort. Wir wollen die Psychiatrie weitestgehend am Standort Bühlau konzentrieren. Und Löbtau bleibt eh so, wie es ist, was nicht in Frage gestellt wird, weil wir sehen, dass das Thema Spezialisierung, Konzentration, Interdisziplinarität und auch das Thema Ambulantisierung somit am besten erfüllt werden kann. Das sind die drei Standorte, wie ich es gerade schon aufgeführt habe, das möchte ich nicht wiederholen. Wir wissen aber auch, dass bis zum Übergangszeitpunkt, bis 2035 am Campus Trachau stationär sehr viel gemacht werden muss, sehr viel Arbeit weitergehen muss. Wir haben die Geburtshilfe Anfang des Jahres zum Mutter-Kind-Zentrum nach Trachau verschoben und damit das Mutter-Kind-Zentrum noch deutlicher ausgebaut. Wir werden die Kardiologie vom Weißen Hirschen nach Trachau umziehen lassen wollen, ein wichtiger Schritt. Wir werden weitere Subspezialisierungen bis 2035 in Trachau anbieten, sodass dieser Standort bis 2035 stationär gut gefüllt wird und dann entsprechend nach unseren Vorstellungen 2035 an einen Standort mit umziehen würde. Wie können wir das erreichen? Was müssen wir dafür tun? Wir haben geprüft, ob wir am Standort Friedrichstadt diese 200 Betten mehr, die notwendig sind, um das zu machen, auch realisieren könnten. Unsere Bauabteilung gemeinsam mit einem externen Architekten hat die letzten 6 Wochen sehr viele Analysen durchgeführt. Sie sehen hier eine Darstellung, ohne auf die einzelnen Punkte eingehen zu wollen, also auf die einzelnen Gebäude. Es ist sehr gut möglich, dass wir den Standort Friedrichstadt von 900 Betten heute auf 1100 Betten erweitern. Das heißt, das werden 1060 somatische Betten sein und 40 Betten Psychiatrie. Wir sehen insbesondere die Notfallversorgung in diesem Konzept als hervorragend mit einer sehr großen Qualität und auch Sicherheit abgedeckt und sehen die Entwicklung halt als sehr positiv an. Ungefähr 300 Millionen müssten in den Standort Friedrichstadt investiert werden, um das zu erreichen, was Sie hier sehen. Der Standort Trachau, Generationenquartier, wie ich es gerade ausgeführt habe, die gelblichen oder die gelben Häuser würden wir weiter als städtisches Klinikum nach vorne bringen. Wir würden den OP nutzen, um ein ambulantes OP-Zentrum anzubieten. Wir würden ein Notfallzentrum mit 4 bis 10 Betten anbieten wollen. Das ist das, was uns die Mediziner, also Herr Dr. Frank, dort empfohlen hat. Sie sehen andere Bereiche wie Kultus, Sie sehen andere Bereiche wie Altenpflege, viele Arztpraxen, Sozialpädiatrisches Zentrum und so weiter und sehen dort auch eine Campusentwicklung, die auch für den Stadtteil sehr positiv ist. Bühlau, Sie sehen in Blau, dass wir dort einen Neubau planen, das heißt die 220 Betten stationär für die Psychiatrie soll neu gebaut werden, weil dadurch die günstigste, auch finanziell günstigste Lösung geschaffen werden kann. Oben rechts sehen Sie noch 2 Blöcke im Blau, das sind therapeutische Wohnformen, die man zusammenführen könnte. Das heutige Gebäude 2, das ist rechts unten in Weiß, könnte als Altenpflege in der Kombination zur Psychiatrie genutzt werden, sodass wir auch hier einen hervorragenden Campus hinbekommen würden. Das Ganze von den Überlegungen würde rund 400 Millionen kosten von dem Präferenzszenario, was wir reinbringen. Entscheidend ist aber, dass fast 300 Millionen, also 288 Millionen, von diesem Geld in Neubauten fließen würde. Das ist der große Unterschied zu dem, was sonst passieren würde. Die knapp 300 Millionen, die 296 Millionen ist das Szenario Null, also alles bleibt, wie es ist. Wir müssen in den nächsten 15 Jahren 300 Millionen in die Instandsetzung der Häuser stecken, würden aber mit den 300 Millionen keine Zukunft konzipieren und gestalten, sondern nur das, was wir heute haben, erhalten mit den ganzen Einschränkungen. Und hier das Besondere, der Großteil des Geldes ginge in Neubauten rein, wodurch wir optimale Prozesse gewährleisten könnten.
Wie kann man 400 Millionen refinanzieren? Wir sehen die Strukturfondsmittel, wir sehen die Einzelförderung, wir sehen aber auch den Beitrag, den investiven Beitrag der Landeshauptstadt als wichtig an. Wie groß die Größenordnung in welchem Bereich aussehen würden, muss man sehen. Nur es ist auch klar, wir werden nur mit unserem Präferenzszenario Strukturfondsmittel bekommen. Mit den anderen Szenarien wird es nicht möglich sein, aufgrund der Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Und wir brauchen entsprechend eine Entscheidung, um dort weiterzukommen. Warum machen wir das alles? Nicht, um die Ökonomisierung nach vorne zu bringen. Wir können die Ökonomisierung auch so verbessern, das ist nur mit den alten Strukturen deutlich schwieriger. Wir sehen zwei Dinge als besonders wichtig an oder als entscheidend an. Das ist einmal die beste Qualität und Sicherheit für unsere Patientenversorgung, für die Daseinsvorsorge umsetzen zu können. Und das können Sie nur mit kurzen Wegen und größeren Zentren, weil sich so die Medizin schon entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Und wir wollen als Arbeitgeber sehr attraktiv sein, weil wir wissen halt, es wird in Zukunft noch weniger Mitarbeiter auf dem Markt geben. Und wir wollen die besten Bedingungen schaffen, wir wollen die beste Medizin anbieten, um auch die besten Mitarbeiter zu uns zu bekommen und auch zu halten. Das heißt, das ist unsere Triebfeder, die da reinkommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Polle, für die Einführung in die Thematik. Nun würde ich die Experten in Reihenfolge der Größe der Fraktionen nach vorne ans Pult bitten. Vielleicht der kurze Hinweis, Sie können sich auch gern ein Glas Wasser nehmen. Insofern bitte ich den Experten, der von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gestellt wird, Herrn Becker, nach vorne ans Pult. Herr Becker, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Ich weiß es nicht, ob es sicher ist. Stellen Sie sie unten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Becker. Ich bin Landesfachbereichsleiter bei Verti und zuständig für den Bereich Gesundheit, Soziales und Kirchen. Bin aber gelernter Krankenpfleger und so seit über 30 Jahren praktisch in dem Krankenhausbereich in unterschiedlichsten Bereichen tätig und von daher auch vielen Dank für die Benennung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kritik habe ich natürlich auch geübt, das hat der Herr Dr. Professor Deppe schon gesagt. Das ist für uns natürlich ziemlich schwer, wenn wir auf Basis eines Unterlagen, die dann nochmal praktisch verändert, uns am 10. August 23.17 Uhr zugegangen sind. Wir sind alle berufstätig. Von daher bitte ich das auch bei meiner Beurteilung mit zu berücksichtigen. Wir haben, wenn man sich die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen anguckt, habe ich eine Kritik daran, dass es praktisch nur aus Sicht des Klinikums dargestellte Szenarien als Prüfauftrag gegeben wurden. Es wurden keinen Prüfauftrag gegeben, die auch und vor allem versorgungsrelevante und bevölkerungsmedizinische Kriterien einbezieht. Das Zweite, was es auch sehr schwierig macht, ist, eine qualifizierte Bewertung vorzunehmen, da es in den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen ja eine Ausgangssituation dargestellt wird. Die sagt aus, dass es einmal die finanzielle Situation mit den Verlusten, die Herr Poller auch gerade dargestellt hat, darstellt und mit den auch sinkenden Fallzahlen. Allerdings finde ich es auch entscheidend für ein Zukunftskonzept darzustellen, wo denn die Fallzahlverluste sind. Das ist definitiv nicht dargestellt, also zumindest nicht bei uns. Wir wissen nicht, in welchem Leistungsbereich Fallzahlverluste sind. Diese Aussage finde ich sehr wichtig und das sollte man auch nochmal intensiv prüfen, weil wenn man in einen Szenarien und in diesen Präferenzszenarien wird ja auch von Leuchttürmen geredet, wenn man Leuchttürme ausbauen will, dann braucht man auch diese Analyse. Das Zweite ist, in der Ausgangslage ist auch nicht dargestellt, das hängt auch mit den Fallzahlen zusammen, die Stärken und Schwächen des jetzigen Portfolios. Also wir können nicht erkennen, welches Portfolio oder welcher Leistungsbereich ist es, die Urologie, wo sich das Städtische Klinikum Dresden abhebt von der Uniklinikum. Die Konkurrenz im Raum Dresden ist auch relativ groß. Das Zweite ist die Gründe der Fallzahlrückgänge.
Gänge. Also wir haben in unserem Bereich, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, für die drei Länder bin ich zuständig, ja fast alle Kliniken, wo ein Fallzahlrückgang ist. Das liegt einerseits auch wie dargestellt an der wachsenden Ambularisierung. Aber hier sollte man auch genauer hinschauen, bevor man eine Entscheidung trifft. Das Zweite ist, auch die Entwicklung des CMI damit zusammenhängt, ist auch nicht konkret dargestellt, woher diese Entwicklung kommt. Dazu gehört aus unserer Sicht noch oder aus meiner Sicht noch, dass man auch Marktanteile mal analysiert, um dann auch Szenarien zu entwickeln, wo ich mich gerade eben abhebe in der Stadt Dresden. Das ist auch fehlt gänzlich. Und ist dringend notwendig, um auch zu sagen, wir haben Leuchttürme, die uns von den anderen, sage ich mal, Mitkonkurrenten wie die Uni, die Elblandklinik kann man mitzählen, Freital kann man mitzählen, die Helios-Kliniken, Pirna kann man mitzählen, man kann auch Coswig, wo man sich davon abhebt. Und es ist deutlich, dass es ein Präferenzszenario gibt, das ist diese Campusbildung. Und im ersten Blick, wenn man die Unterlagen betrachtet, ist es nichts anderes erstmal als eine Zentralisierung der jetzigen Leistung. Die erwähnten Leuchttürme, warum sie denn Leuchttürme sind, wie zum Beispiel Organzentrenbildung mit Abbau der Fachsäulen, Säulenfachdisziplinstruktur, ist kein Leuchtturm. Die Einteilung in Zentren ist mittlerweile auch zum Beispiel, können Sie sich angucken, an dem Universitätsklinikum in Leipzig ist das schon seit langem so. Auch viele große Kliniken gehen in Richtung dieser Zentrenbildung von Kopf angefangen bis dann auch Bauchzentren, Mutter-Kind-Zentren etc. Also da fehlt uns, und das ist auch eine Kritik, klar zu sagen, wo ist der Leuchtturm? Ein Leuchtturm ist zum Beispiel auch erwähnt in einem Szenario plastische Chirurgie und Adipositas-Chirurgie. Ja, das stimmt, das hat die Uniklinik Dresden nicht. Das ist im Endeffekt ein Abhebungsmerkmal. Aber man muss auch wissen, wenn ich es als Leuchtturm mache, und das ist ja dann die Entwicklung, die auf der Folie 49 dargestellt wurde, ist es in den Fallzahlen nicht erkennbar. Also in dieser Entwicklung, wie sich das Klinikum in den Zahlen entwickeln soll, ist für mich nicht erkennbar, dass irgendein benannter Leuchtturm herausragend sich entwickelt. Dass Doppelstrukturen abgebaut werden müssen oder sollten, finde ich einen richtigen Ansatz. Was mir dabei fehlt, ist aber auch mal eine tiefere Prüfung, zum Beispiel eine Mehrstandortlösung. Also Zentren bilden muss man ja nicht nur an einem Standort. Man kann klug, das haben andere Krankenhäuser auch bewiesen, dass man zum Beispiel ein Mutter-Kind-Zentrum mit der Gynäkologie, mit der Pädiatrie etc. an einen Standort zentriert. Natürlich muss man da gucken, gibt es Brüche in der Versorgung, nicht, dass man wieder Doppelstrukturen aufbaut, das ist ganz klar. Aber wenn man sowas tiefer prüft und dann ambulante Strukturen um diese Zentren baut, die sich gegenseitig vernetzen, also als Beispiel, wenn man in Neustadt das Mutter-Kind-Zentrum hat, was man ja auch dorthin verlegen will, das als Mutter-Kind-Zentrum ausbaut, mit Fachrichtungen ergänzt, kann man im ambulanten Bereich genau die so strukturieren, dass man die Ambulanzen von den Fachrichtungen hat, die man in Friedrichstadt dann hat. So ist ein Netz, wird ein Netz gegeben, wo man auch Patientenflüsse steuern kann. Man wird da auch kein Einzugsgebiet verlieren und man wird da auch möglicherweise keine Fachkräfte verlieren, weil die Standorte erhalten bleiben. Also hier ist aus meiner Sicht eine tiefere Prüfung nötig. Was es macht, ist ein Szenario 2. Also auch, muss man auch deutlich machen, in dem Szenario 2 mit der Zentralisierung ist ja im Endeffekt die Konsolidierung, die seit Jahren schon eigentlich geschehen sollte, jetzt mit erzwingenden Maßnahmen
dargestellt. Die wird auf Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung. Hier fehlt uns für das, eigentlich für alle Szenarien, bis auf das Szenario 0 weiter so, was ich glaube auch schwierig ist, fehlt doch eine Risikobewertung. Es gibt keine Bandbreite in der Entwicklung. Es ist ein EBITDA angegeben, aber es steht nicht, ist nicht drin, was ist der Best Case, was ist der Worst Case. Von daher ist es schwer zu beurteilen. Für uns oder für mich ist auch nicht erkennbar, woher kommt die CMI-Entwicklung, also die Case-Mix-Index-Entwicklung. Was ist die Grundlage, dass sich der Case-Mix-Index steigt? Wenn es der Fall ist, dass man jetzt viele ambulante Patientinnen und Patienten in der stationären Behandlung hat, die man zukünftig ambulant versorgen möchte, dann wäre es eine Möglichkeit, warum der CMI steigt. Aber auch als Hinweis, ein steigender CMI, also Case Mix Index, heißt nicht, dass man automatisch wirtschaftlicher ist. Ein steigender CMI verursacht auch, weil es schwere Fälle sind, möglicherweise höhere Kosten. Hier fehlt uns auch klar so ein bisschen die Darstellung, wo kommt es her. Von daher würde ich empfehlen, dass man die Szenarien auf die offenen Fragen tiefer prüft, weil Sie als Stadträte irgendwann ja die Entscheidung treffen müssen. Und man hatte, glaube ich, auch 2013, 2012 bei der Fusion der beiden Standorte ein Konzept entwickelt. Jetzt ist man 5 Jahre später wieder bei der Entwicklung des Konzeptes, diesmal auf 15 Jahre gesehen. Von daher ist die Empfehlung, dass man da nochmal prüft, auch durchweg weiter prüft, eine Mehrstandortvariante. Und die ganze wirtschaftliche Entwicklung sollte auch die Grundlage der Annahmen, die hier dargestellt werden, dargelegt werden. Und mein Vorschlag wäre auch, dass man das von einem unabhängigen Dritten über eine Plausibilitätsprüfung da nochmal prüfen lässt, die Angaben, die dann praktisch zur Entscheidungsgrundlage dienen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihren Vortrag. Ich bitte nun den Experten der CDU-Fraktion, Herrn Professor Güldner, nach vorn. Herr Professor Güldner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Dr. Kaufmann, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst ganz kurz zu mir. Ich bin gebürtiger Dresdner, lebe allerdings seit 1961 in Leipzig, habe 43 Jahre im Bereich der Medizin gearbeitet, unter anderem als Krankenhausdirektor, Klinikumsdirektor, Geschäftsführer, bin Professor für Krankenhausmanagement gewesen und insofern glaube ich schon, eine gewisse Erfahrung hier mit einbringen zu können. Mit Nachdruck unterstütze ich die Notwendigkeit einer langfristigen Strategie der Entwicklung des städtischen Klinikums in Dresden. Der gewählte Zeithorizont, Zielhorizont scheint weit weg, aber wenn man Veränderungen und Weiterentwicklung wirksam gestalten will, muss jetzt entschieden werden und Realisierungsschritte eingeleitet werden. Bekanntlich werden über Standortkonzepte und bauliche Strukturen ganz wesentlich die zukünftigen wirtschaftlichen Erfolge gesichert. Natürlich ist das Infragestellen eines Standortes und medizinischen Strukturen ein Prozess, der mit Schmerzen, Ängsten, Identitätsgefühlen, möglicherweise auch Identitätsverlusten verbunden ist. Da kommt es darauf an, eine überzeugende Konzeption zu entwickeln und diese mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Insbesondere in den Unterlagen, die schon mehrfach gesprochen wurden, des Klinikums Mehrgesundheit in Dresden vom
10.09.2020 ist eine differenzierte und gut gelungene Betrachtung aus meiner Sicht der möglichen Szenarien vorgenommen worden. Aus meiner Sicht ist das Campus-Konzept, also das Szenario 2, für die Entwicklung des städtischen Klinikums am besten geeignet und sollte umgesetzt werden. Die Konzentration aller somatischen Fachgebiete in Friedrichstadt, die Weiterentwicklung des Zentrums für Psychiatrie und psychische Gesundheit in Bülau und die Entwicklung des Campus Trachau als ein ambulantes und soziales Zentrum ist ein gutes Konzept. Die Gestaltung eines ambulanten OP-Zentrums, die Weiterführung der zentralen Notaufnahme, das MVZ, möglicherweise durch die Ansiedlung von Dritten, Kurzzeitpflege, Pflege, vielleicht auch betreutes Wohnen in Trachau, stärkt auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung in dieser Region. Eine Bemerkung zu der ZNA 2, wie in den Unterlagen formuliert wird, möchte ich anfügen. Das muss unbedingt eine 6- bis 10-bettige, bettenstarke ZNA-Station angedockt werden, für einen Aufenthalt von 24 Stunden, um die Patienten anschließend entweder in die ambulante Betreuung überzuleiten oder in die stationäre Versorgung nach Friedrichstadt zu verlegen. Das dient der Qualität, das dient der Patientensicherheit und das dient auch der Patientenzufriedenheit. Wir haben im St. Georg, wo ich viele Jahre ja tätig war, vor vielen Jahren eine solche ZNA-Station geschaffen im Hauptcampus und eine sehr gute Erfahrung gemacht. Vielleicht ist das auch eine Anregung, das in Friedrichstadt, vielleicht ist es auch schon vorhanden, weiß ich jetzt nicht ganz genau, einzurichten. Das Prüfszenario hat die grundsätzlichen Strukturentscheidungen abgebildet und Entwicklungen. Nunmehr muss eine inhaltliche medizinische Strategie für jedes Fachgebiet durch die Chefärzte, klinischen Experten unter Beteiligung, das bedeutet besonders, der Pflegekräfte erarbeitet werden. Das geht nicht von oben, sondern das bedarf natürlich am Ende auch einer breiten interdisziplinären Kommunikation und durch eine entsprechende Vernetzung. Nur so kann das medizinische Zielbild des städtischen Klinikums entstehen und auch dann die Frage der Leuchtturm, wie das schon heute gesagt wurde, entsprechend formuliert werden. Für die Entwicklung des Klinikums und die angedachten Standortkonzepte sowie Strukturen ist die Personalstrategie von ausschlaggebender Bedeutung. Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung sowie Aus- und Weiterbildung sind Führungsaufgaben Nummer eins. Der Wettbewerb wird ganz wesentlich durch ein motiviertes und qualifiziertes Personal aller beschäftigten Gruppen entschieden. Das gilt allgemein, aber insbesondere in dem Falle für eine solche Veränderung in der Krankenhausstruktur. Es muss erreicht werden, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden und die Möglichkeit haben, es sich entsprechend einzubringen. Dazu dienen Gespräche, Personalentwicklungsmaßnahmen, spezifische Aus- und Weiterbildung und vieles andere mehr. Um diese Kardinalaufgaben sind die bisherigen Konzepte zu erweitern und zu ergänzen. Die vorgesehene Reduzierung der Bettenkapazität und Veränderung der bisherigen Standorte bringen ja Konsequenzen für den Personalbedarf in allen beschäftigten Gruppen mit sich. Das muss mit einer Analyse des bestehenden Personalkörpers verbunden werden, um daraus konkrete Handlungsbedarfe ableiten zu können. Bei der Kapazitätsplanung empfehle ich, mögliche Lehren aus der Corona-Problematik zu ziehen. Ich glaube, was wir damals in den letzten Monaten ja erlebt haben, ist sehr deutlich und es ist meines Erachtens nicht nur bei der Betrachtung davon auszugehen, das alles nur über die mittlere Verweildauer zu regulieren, sondern auch genau nachzudenken, welche Kapazitäten für solche Infektionsfälle, wie sie auch immer uns noch heimsuchen werden, hoffentlich nicht viele, entsprechend zu gestalten sind.
Nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen sind andererseits der Meinung und glauben, dass in der zukünftigen Krankenhausfinanzierung eine Weiterentwicklung angezeigt ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass wirklich eine massive Tendenz der Ambulanzverstärkung noch grassierend deutlich werden wird. Und insofern denkt man, muss man an die demografische Entwicklung denken, die ja auch in Dresden greift. In einer Leitfrage sind Erfahrungen und mögliche Empfehlungen bei der Umsetzung nachgefragt. Als langjähriger Klinikdirektor und später Geschäftsführer der St. Georg Unternehmensgruppe in Leipzig habe ich mehrere Fusionen städtischer Krankenhäuser in den damaligen Eigenbetrieb, analog zu ihrem Eigenbetrieb, Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig, miterlebt und auch mitgestaltet. Entscheidend für den Erfolg waren die umfangreichen Gespräche, das Hingehen zu den Kliniken, Stationen und Teams, die Klärung der fachlichen Perspektive jedes Einzelnen und die breite Information und Kommunikation im Prozess der Vorbereitung, aber auch während der Veränderungsprozesse. Wir haben die Ärzte und Pflegekräfte sowie die anderen relevanten Personalgruppen in die Investitionsvorbereitung, in die Ausgestaltung von Raum- und Funktionslösungen einbezogen. Sie konnten sich einbringen, sie konnten es mitgestalten und das war übrigens auch ein Prozess der Wertschätzung und schlechthin auch eine Qualifizierung der Projekte selbst. Es sind auch Überlegungen zur Kommunikationsform anzustellen und sie dann auch konsequent zu betreiben. Das ist mit viel Zeit, mit viel Kraft, aber auch mit viel Freude verbunden. Geholfen haben uns auch klare Managementstrukturen, einschließlich auch der Situation, dass es eine abschließende Entscheidung eines Letztverantwortlichen gab, in dem Falle des Klinikumsdirektors. Ich wünsche dem städtischen Klinikum und durch den Stadtrat bei ihren Entscheidungen viel Erfolg. Alles Gute, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Professor Göthner, für Ihren Vortrag. Und ich bitte nun Herrn Leuber von der Fraktion Die Linke nach vorn. Herr Leuber, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Stadtratsabgeordnete des Gesundheitsausschusses, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Zuerst will ich mich vorstellen. Mein Name ist Jonas Leuber. Ich bin Krankenpfleger am Städtischen Klinikum, habe dort auch meine Ausbildung gemacht, kenne somit auch alle Standorte. Zusätzlich bin ich aktiver im Bündnis für Pflege Dresden sowie in der Verdi-Betriebsgruppe. Mir ist daher die enorme Brisanz einer Klinikumstrukturierung bewusst. Es wurde lang genug hinter verschlossener Tür über die Zukunft vieler Patienten und Beschäftigter entschieden. Deswegen war es längst überfällig, den Diskurs auch gegenüber der Belegschaft und der Dresdner Stadtbevölkerung zu öffnen. Deswegen vielen Dank, dass diese Expertenrunde heute zustande kommt. Es geht schließlich um nichts Geringeres als die Gesundheitsversorgung in der Stadt Dresden. Als Klinikum haben wir einen Versorgungsauftrag. Und ich bin von unserer fachlichen Arbeit und von unserer fachlichen Arbeit, die wir leisten können, überzeugt. Jetzt den Rotstift anzusetzen und durch Kürzungen den finanziellen Druck nach unten weiterzureichen, anstatt ihn wieder nach oben zurückzuspielen, wäre für unsere fachliche Arbeit die Zukunft des Klinikums und der Gesundheitsversorgung in der Stadt Dresden fatal. Aus diesem Grund ist das Präferenzszenario Nummer 2, das Zentralcampus Friedrichstadt, wie vorgestellt, nicht genügend auf die zukünftige medizinische und auch personalbedingte Entwicklung ausgerichtet. So haben wir in Dresden ein, Zitat des Ernst-Young-Gutachtens, moderates Bevölkerungswachstum in Dresden und im Umland, sowie einen wachsenden Anteil Personen über 65 Jahre. Daraus ergibt sich, zwar nicht ab sofort, aber für die Zukunft, eine Nachfragesteigerung für die kommenden Jahre. Durch eine Bettenkürzung bei gleichzeitiger Verkleinerung des Einzuggebietes würde man diesen Trend im Szenario 2 ignorieren und eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung willentlich hinnehmen. Ein Bettenabbau würde weiterhin den Konkurrenzdruck steigern, da die Bettenkapazitäten schnell von der Konkurrenz besetzt werden.
aber dazu kann Ihnen der Experte von der Uniklinik gerne was erzählen. Klar ist definitiv, dass die Wettbewerbsfähigkeit durch Bettenkürzungen sinken wird. Ein weiterer Punkt ist, dass die Standortschließungen, insbesondere in Dachau, einen Personalabbau bedingen, der sich negativ auf die Arbeitgeberattraktivität niederschlagen würde. In Zeiten von einem massiven Fachkräftemangel würde somit nicht nur die Personalabwanderung aufgrund mangelnder Zukunftsperspektive steigern, sondern auch die Rekrutierung neuer Fachkräfte deutlich erschwert werden. Und ohne Fachkräfte wird die von Ernst & Young geforderte Profilschärfung in Richtung der sogenannten C-Leistung schwer möglich sein. Bezüglich der Mitarbeiterzufriedenheit geht Ernst & Young von einer guten Akzeptanz des Szenario 2 aus. Dies ist insoweit für mich verwunderlich, da es Ernst & Young als global operierendes Unternehmen im Betrachtungszeitraum nicht geschafft hat, eine einfache Mitarbeiterbefragung flächendeckend an allen Standorten durchzuführen. Somit ist eine hypothetische Betrachtung der Mitarbeiterzufriedenheit wertlos. Ebenfalls die hypothetische Betrachtung zum Thema der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wie Herr Güldner schon vorhin gesagt hat, ist es zentral für die Zukunft des Klinikums, insbesondere eben auch auf die Mitarbeiterangelegenheiten mehr einzugehen, weil die Mitarbeiter sind Kapital eines Unternehmens. Weiterhin halte ich die Annahme, dass die Umsetzung des Präferenzszenarios Nummer 2, Zentralcampus Friedrichstadt, das Klinikum in finanziell sicheres Fahrwasser bringt, für unrealistisch, da ein kommunaler Vollversorger wie das städtische Klinikum aufgrund des DRG-Fallpauschalensystems gar nicht die Möglichkeit hat, dauerhaft schwarze Zahlen zu schreiben, auch nicht, indem man die Liegedauer verkürzt. Bei der Verkürzung der Liegedauer kommt es nämlich zu sogenannten blutigen Entlassungen. Dies ist ein Begriff, insbesondere aus der Krankenpflege. Es bedeutet nichts anderes, ein Rausschmiss der Patienten vor den absoluten Abschluss des Heilungsprozesses. Eine mangelnde Wertschätzung der Arbeit der Beschäftigten und ein unmoralisches Spiel mit der Patientengesundheit. Und das ist gerade der entscheidende Punkt. Im gesamten Gutachten von Ernst & Young wird lediglich von einem Bettenabbau gesprochen. Doch in diesen Betten liegen Menschen, die Hilfe benötigen. An diesen Betten hängen Arbeitsstellen und somit Existenzen. Krankenhausbetten sind keine finanzielle Verfügungsmasse, sondern bedeuten Verantwortung. Und dieser Verantwortung sollte sich die Stadt stellen. Daher sollten alle Standorte, Betten und Stellen erhalten werden. Diese Möglichkeit und dieses Szenario wurde im Übrigen nicht ausreichend von Ernst & Young betrachtet, sondern immer nur das Präferenzszenario. Weiterhin müssen Investitionen in bestehende Strukturen erfolgen, um somit eine Verbesserung des Ist-Zustands von innen zu erreichen. Damit wird die Zukunft der Mitarbeiter und der kommunalen Gesundheitsversorgung gesichert. Bezüglich einer sozialverträglichen Zukunft bleibt das Ernst & Young Gutachten leider lückenhaft. Man fokussiert sich lieber auf Benchmarks, Vergleichsparameter, die ihre Aussagekraft verlieren, da das Klinikum als Vollversorger mit gewinnorientierten privaten Fachkliniken verglichen wurden. Die Stadt Dresden sollte sich also nicht an den Durchschnitt orientieren, sondern auch im Interesse der Gesellschaft an ein überdurchschnittlich gutes Klinikum glauben und arbeiten. Aspekte wie eine räumlich flächendeckende Versorgung, die wir im Moment durch die verschiedenen Standorte garantieren können, dürfen nicht den Kostendruck weichen und sollten somit bei der Zukunftsstrategie mit berücksichtigt werden. Seien Sie sich eins gewiss: Die Beschäftigten des Klinikums sind keine Innovationshemmer, sondern sie wollen die Zukunft mitgestalten, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Andernfalls wird ein zusammengekürztes Klinikum in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mein Fazit also: Erstens, überprüfen Sie nochmals den Erhalt aller Standorte, Betten und Stellen. Zweitens, geben Sie den Kostendruck des DRG-Fallpauschalensystems nicht nach unten, sondern nach oben weiter. Denn die wirtschaftlichen Probleme kommunaler Krankenhäuser existieren auch in anderen Kommunen. Die Stadt Dresden könnte mit einem mutigen Vorgehen gegen den Kostendruck zum positiven Vorbild werden. Beugen Sie sich also nicht dem Kostendruck und stoppen Sie somit den Abbautrend kommunaler Krankenhäuser in Deutschland. Drittens, erhalten Sie das Klinikum als Eigenbetrieb mit Tarifbindung, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Und signalisieren Sie somit glaubhaft Interesse an den Beschäftigten. Geben Sie uns Rückendeckung für unsere Arbeit am Menschen. Weiter. Die Dresdner Bürger haben schon einmal für die Zukunft des Klinikums entschieden. Daher öffnen Sie die Debatte für die Beschäftigten und die Bürger. Es ist schließlich ein kommunales Krankenhaus im Zentrum Dresdens. Investieren Sie in Zukunft des Klinikums und somit in die städtische Gesundheitsversorgung. Die Bürger werden Ihnen dankbar sein, denn eins ist klar:
Kürzungen pflegen auf Dauer keine Menschen. Es heißt im Slogan des Klinikums, meine Stadt, mein Klinikum. Die Beschäftigten und die Bevölkerung stehen hinter dem Klinikum und der Stadt. Aber inwieweit die Stadt hinter dem Klinikum, den Beschäftigten und der Bevölkerung steht, entscheiden Sie. Verspielen Sie nicht unser Vertrauen in die Stadt. Wir benötigen jetzt ein klares Ja zu einem starken Klinikum. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Leuwer, für Ihre Expertenmeinung, Ihren Vortrag. Ich bitte nun den Experten für die SPD-Fraktion, Herrn Ludwig Nachvorn. Sie haben das Wort, Herr Ludwig. Ja, vielen Dank. Also, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, sehr geehrte Dresdnerinnen und Dresdner, vielen Dank erstmal für die Einladung zu der heutigen Expertenanhörung. Wie auch meine Vorredner schon gesagt haben, ist es, glaube ich, wichtig, diese Debatte des kommunalen Krankenhauses auch in der Öffentlichkeit zu führen. Von daher begrüße ich diesen Startschuss auf jeden Fall. Mein Name ist Benjamin Ludwig, ich bin Gewerkschaftssekretär für den Bereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen bei Verdi und ich bin auch der zuständige Betreuungssekretär vom städtischen Klinikum. Selbst bin ich gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und war in der Zeit von 2011 bis 2019 im städtischen Klinikum beschäftigt. Kenne dort also viele Menschen, kenne die Strukturen und nun eben auch von mehreren Seiten durch meine jetzige Tätigkeit. Als erstes möchte ich gerne nochmal die Erwartungshaltung der Mitglieder des Stadtrats an diese Expertenanhörung ein wenig dämpfen. Eine professionelle Beurteilung der neuen 84 Seiten Unterlagen, die 4 Tage vor der Anhörung zugehen, sind in der Kürze der Zeit leider kaum zu bearbeiten. Dennoch versuche ich so gut wie möglich, meine Meinung zu dem Thema kurz und knapp darzustellen. Uns Experten wurde die Frage gestellt, welches Szenario die beste Chance für das städtische Klinikum bietet. Hier muss ich sagen, die Frage ist eine Farce, wenn auf jeder zweiten Seite ein bestimmtes Szenario gezeigt wird. Also immer auf dieses Präferenzszenario. Insgesamt scheint hier die Auswahl schon festzustehen. Aus meiner Sicht fehlt es bei der Untersuchung klar an Diversität. Es gibt zwar die 4 Szenarien, eine Prüfung von Untervarianten wurde aber nicht dargestellt. Diese ist aus meiner Sicht aber erforderlich und wünschenswert. Ziel der Fusionen der beiden ehemaligen Eigenbetriebe im Jahr 2017 war der Abbau von Doppelstrukturen und natürlich auch eine Effizienzsteigerung. Das ist bisher zu gewissen Teilen passiert und das ist grundsätzlich auch absolut sinnvoll. Angemerkt sei aber Folgendes. Die Bürgerinnen und Bürger von Dresden haben sich mit dem Bürgerentscheid vom Januar 2012 mit überwältigender Mehrheit dazu entschieden, ein kommunales Krankenhaus behalten zu wollen. Zu Recht, und das ist auch gut so. Damit einhergehend ist der Versorgungsauftrag an die Stadt gestellt. Beim geplanten Abbau der Betten darf dieser Auftrag nicht gefährdet werden. Im Übrigen ist damit auch die Haltung der Bürgerinnen und Bürger eindeutig. Eine Entscheidung gegen die Privatisierung ist auch eine Entscheidung gegen Gewinnmaximierung und im Umkehrschluss für eine städtische Daseinsfürsorge. Diese muss auch Geld kosten dürfen. Nachvollziehbar ist aber natürlich auch, dass es kein Loch ohne Boden sein darf. Dass ein 100%iges Weiter-so nicht tragbar ist, liegt auf der Hand und war auch ohne Ernst & Young erkennbar. Im Zusammenhang mit dem städtischen Versorgungsauftrag steht auch das Einzugsgebiet. Das Verschieben der jetzigen Kompetenzen des städtischen oder des ehemaligen Standorts Neustadt, sprich Drachau, wird trotz aller möglichen Ambulantisierungen nicht dazu führen, dass die Patientinnen und Patienten eben nach Friedrichstadt fahren. Nein, sie werden die Kliniken in ihrer Nähe aufsuchen und die steigenden Fallzahlen aus dem Gutachten kann ich dementsprechend nicht vollends nachvollziehen. Dennoch möchte ich kurz auf das Präferenzszenario eingehen. Lobenswert sind hier für mich 2 Aspekte vor allem. Das ist zum einen das erklärte Ziel, das Personal auch 2035 bei der aktuellen Zahl zu belassen. Gleichzeitiger Bettenabbau würde dafür sprechen, dass das Personal die dringend benötigte Entlastung erfährt. Gleichzeitig spricht das Senken des Personalkostenquotienten aber auch für eine Gefährdung dieses Ziels. Zum anderen ist das Festhalten wollen am weißen Hirsch. Dies scheint sich durchgesetzt zu haben, nachdem bei der ersten Präsentation, die wir bis dahin hatten, das Abstoßen noch als naheliegende Alternative, um Gelder zu akquirieren, zur Debatte stand. Leider ist das Festhalten wollen erst nach dem Jonglieren mit verschiedenen Ideen zum Abgang von wertvollem Personal vom Standort Drachau dazu geführt.
So, das heißt, wir haben dort viele Pflegerinnen und Pfleger, auch ärztliches Personal, sogar aus dem therapeutischen Bereich. Kolleginnen, die sich entschieden haben, der Ungewissheit einfach entgegenzutreten, indem sie mit den Füßen abgestimmt haben. So, sie arbeiten jetzt in anderen Kliniken. Das gleiche Szenario sehe ich jetzt gerade für Drachau. Wir haben es in den Medien vorab schon mitbekommen, dass hier vor allem eigentlich davon gesprochen wird, diesen Standort Drachau zwar nicht zu schließen, das ist erstmal gut so und wichtig so, aber die Kompetenzen eben zu verschieben, das heißt den stationären Bereich. Ich glaube nicht, dass eine Krankenschwester, die jetzt gerade noch in ihren speziellen Bereichen arbeitet, quasi mit Liebe und Freude im Pflegeheim arbeiten wird, einfach weil ihr Arbeitsbereich ein komplett anderer ist. Dazu sei übrigens auch noch als Randbemerkung gesagt, wenn es tatsächlich Altenpflegeheime gibt, mit denen hier Kooperationen geschlossen werden und dabei die Kultus GmbH, GmbH genannt wird, würde ich auch gerne sagen, ich würde mich dafür aussprechen, dass es eben ein Betrieb mit Tarifbindung auch genommen wird. Die Kultus GmbH steht da nicht unbedingt, sticht nicht hervor. Realistisch in dem Szenario 2, also in dem Präferenzszenario, ist beispielsweise, dass eine Konzentration des stationären Betriebs an einem Standort dazu führt, dass man sich dem Fachkräftemangel entgegenstellt. Abgesehen davon, dass die Reduktion von Personalkosten in dem Szenario auf Personalabbau und damit eine Verschärfung des Fachkräftemangels hindeutet, fehlt mir der Plan, dass ein Personalzukunftskonzept erstellt wird. Drei Fragen müssen dabei im Fokus stehen. Erstens, wie halte ich mein Personal im Betrieb und im Beruf? Zweitens, wie gewinne ich neues Personal? Und drittens, wie hole ich Personal zurück? Der Slogan "Meine Stadt, mein Klinikum" mit der "Mein Leben lang" Ergänzung, die es seit kurzem gibt, muss auch auf das Personal bezogen werden. Stichwort attraktivster Arbeitgeber. Denn attraktive Arbeitgeber haben wir laut eigenen Aussagen von den jeweiligen Betrieben überall. Man muss also besser sein wollen. Mein Fazit, trotz der allgemeinen Weisheit, Zeit ist Geld, ist meine Empfehlung, jetzt noch keine abschließende Entscheidung zu treffen, zumindest nicht in der Kürze der Zeit. Die Darlegung der 4 Szenarien erscheint festgelegt und eine Auswahl des Szenario 2 wird an vielen Stellen suggeriert. Wie gesagt, ist es unklar, ob Untervarianten ausreichend geprüft wurden. Das muss aus meiner Sicht dringend erfolgen und schlüssig dargestellt werden. Im Sinne des Versorgungsauftrags an die Stadt ist eine optimierte Mehrstandortlösung ausführlich zu betrachten. Wenn sich der Stadtrat dennoch für die Umsetzung des Präferenzszenarios entscheidet, oder welches am Ende auch immer, ist meine klare Empfehlung, dieses durch unabhängige Dritte auf Plausibilität prüfen zu lassen. Einfach um quasi nochmal die nächste Meinung zu haben. Zum Abschluss sei auch noch eine Gegenfrage erlaubt. 2012 gab es bereits eine Kooperation mit dem Institut für betriebswirtschaftliche und arbeitsorientierte Beratung, also kurz BAB. Inhaltlich sind dort sehr viele Parallelen zu sehen, übrigens auch mit Überlegungen, beide großen Standorte zu betreiben und auszubauen. Was ist mit dem Gutachten geworden und warum wurde dort darauf nicht aufgebaut? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ludwig, für Ihre Expertenmeinung. Ich bitte nun den Experten der FDP-Fraktion, Herrn Mockwitz, nach vorn. Herr Mockwitz, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Dr. Kaufmann, sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrates, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Mockwitz. Von der Profession her bin ich Facharzt für Anästhesie. Seit 2013 arbeite ich im Universitätsklinikum in der Geschäftsleitung und dem Vorstand. Seit 2017 bin ich dort medizinischer Geschäftsleiter. Meine Hauptaufgabe in den letzten Jahren war es zum einen im universitären Bereich, den Aufbau des Medizinstudiumstandortes in Chemnitz, im kommunalen Krankenhaus in Chemnitz, startet ja zum 2. November die 3. medizinische universitäre Ausbildung in Sachsen. Und die zweite Hauptaufgabe war und ist es, die Masterplanung des Hochschulmedizinstandortes zu entwickeln und die inhaltliche Projektverantwortung für die beiden
großen Neubauvorhaben des operativen Zentrums und des Zentrums für seelische Gesundheit zu verantworten. Zwei sehr große Bauvorhaben mit einem Kostenvolumen von ungefähr 250 Millionen Euro, was also in die Größenordnung der hier avisierten Zahlen hineinragt. Und ich kann Ihnen versichern, auch hier hat es und wird es also auch deutliche Restrukturierungen bei Ihrem größten Partner in der Region hier geben. Vielen Dank für die Einladung, Ihnen hier als Experte des Städtischen Klinikums vorsprechen zu dürfen. Die Experten von Ernst & Young als auch die Konzeptgruppe im Besonderen des Städtischen Klinikums haben aus meiner Sicht bezüglich der baulich-technischen Entwicklung und der Entwicklung der Geschäftsfelder gute Analysen und die entsprechenden Vorschläge für die Restrukturierung des Städtischen Klinikums gemacht. Wenn man einen Blick auf die bunte und breite Krankenhauslandschaft in Sachsen und Deutschland wirft, wird allerdings erkennbar, dass wir sehr heterogene Strukturen im Baulichen und auch sehr unterschiedliche Versorgungsschwerpunkte vorfinden. Aus meiner Sicht lässt sich aus diesen beiden Gesichtspunkten allein leider kein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen diesen Rahmenbedingungen und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens herstellen. Zwei wesentliche Aspekte fehlen. Diese werden auch in den beiden vorliegenden Ansätzen nicht ausreichend beleuchtet. Das eine ist die Personalstruktur des Unternehmens. Das zweite ist die digitale Infrastruktur und die Leistungsfähigkeit der digitalen Arbeitsunterstützung. Insbesondere die Personalstruktur ist für jeden Krankenhausstandort in Deutschland unabhängig vom jeweiligen Geschäftsfeld und auch unabhängig von der baulichen Struktur mit Abstand maßgeblich auch für den wirtschaftlichen Erfolg. An dieser Stelle möchte ich klarstellen, dass mit der jetzigen Ausstattung von ca. 3.000 Mitarbeitern, davon über 85% unmittelbar in der Krankenversorgung, mit sehr hoher Berufserfahrung, mit sehr breiter Spezialisierung und vergleichsweise niedriger Fluktuation der solide und entscheidende Grundstein für die Zukunft gelegt ist. Auch trägt der Standort prinzipiell in der Metropolregion Dresden erheblich zur Personalsicherung und Personalgewinnung in der Zukunft bei. Dieser Segen ist aber zugleich aus meiner Sicht auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Ihre Personalaufwandsquote liegt im Vergleich zu anderen Krankenhäusern deutlich zu hoch. Das heißt, andere Häuser und nicht nur Konzernkrankenhäuser, sondern auch kirchliche Krankenhäuser, Häuser anderer kommunaler Träger erwirtschaften bei gleichen Realpersonalkosten höhere Umsätze. Die Abweichung vom Vergleichswert erklärt rechnerisch die Größenordnung des aktuellen Verlustes von reichlich 10 Millionen Euro im Jahr. Das hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, die digitale Infrastruktur, insbesondere in der Prozessunterstützung, ist deutlich weniger leistungsfähig am Städtischen Klinikum als an anderen Standorten. Der Personaleinsatz ist somit mangels digitaler Performance ineffizienter. Und die Mehrfachverhaltung von Akut- und Schwerkrankenversorgung, also einer High-Care-Versorgung, mit einem 24/7-Personaleinsatz und der erlösbedingten Personaluntergrenze an drei verschiedenen Standorten verteuert den Personaleinsatz aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Und daraus ergeben sich für mich zwei wesentliche Handlungsaufgaben. Erstens, die digitale Performance am Städtischen Klinikum ist nicht mehr zeitgemäß und hat durch die Zusammenlegung von Neustadt und Friedrichstadt gegenüber Mitbewerbern weiter an Boden verloren. Ein Ausbau des bestehenden IT-Teams ist aufgrund der nicht konkurrenzfähigen Vergütungssystematik für IT-Spezialisten auf dem freien Markt nicht möglich. Der Rückstand lässt sich aus meiner Sicht aus eigener Kraft nicht mehr aufholen. Deshalb ist zwingend eine IT-Partnerschaft mit anderen regionalen Krankenhäusern empfohlen. Das Investitionsvolumen für Technik, Software und die Prozessumstellung, das ist vor allem Schulung, taxiere ich auf 50 bis 80 Millionen Euro. Die Detailanalyse und die Entwicklungskonzeptionierung sollte umgehend erfolgen, sodass die neuen Strukturen, die Sie schaffen wollen, zukünftig ausschließlich mit digitaler Arbeitsgrundlage in Betrieb genommen werden. Der zweite wichtige Punkt, die konsequente Zentralisierung der Akut-, Spezial- und Schwerstkrankenversorgung am Sternzeug Friedrichstadt inklusive Pädiatrie und Geburtshilfe reduziert die teure 24/7-Personalverhaltung und entlastet die Belegschaft von Schicht- und Bereitschaftsdiensten.
Durch die Wandlung der Bedürfnisse des medizinischen Personals zu einer geringeren Wochenarbeitszeit und weniger Dienstbelastung wird ein Verzicht auf ergänzende Zuschlagsvergütung oft bereitwillig akzeptiert. Eine Reduktion der 24-7-Belastung wird meines Erachtens einen Großteil des Personals positiv gegenüberstehen. Konsequenz heißt für mich auch, dass am Standort Friedrichstadt unabhängig von bestehenden Strukturen und unabhängig von bestehenden Abteilungen die High-Care-Bereiche mittelfristig in eine gemeinsame technisch-bauliche Struktur überführt werden müssen. Hier ist eine umfangreiche Investition unumgänglich, also ein Neubau eines zentralen digitalen High-Care-Hospital-Neubaus am Standort Friedrichstadt mit Integration der zentralen Notaufnahme aller Intensivstationen, der Bildgebung und der Intervention des zentralen OP-Bereichs, der Geburtshilfe und ca. 200 Betten im High-Care-Normalstationsbereich. Das Kostenvolumen schätze ich mit den Referenzobjekten, die es hier in der Gegend, aber auch an Standorten gibt, auf ca. 200 Millionen Euro. Aus dieser Logik folgt auch der Schluss, dass ich ein separates Notfallzentrum am Standort Neustadt nicht befürworten kann. Dies ist in beiden vorliegenden Konzepten beschrieben. Deshalb möchte ich kurz detailliert darauf eingehen. Der Dresdner Rettungsdienst ist personell und technisch im deutschlandweiten Vergleich spitzenmäßig aufgestellt. Zum Vergleich, wir haben 8 Notärzte und jetzt noch 8 KV-Ärzte, bald nur noch 4 KV-Ärzte im Dienst für 500.000 Einwohner. Die Stadt München hat 3 Notärzte im Dienst. Neue Versorgungsformen wie der Telenotarzt werden in Zukunft die Schlagkraft der Primärrettung weiter stärken. Entscheidend für die Prognose des Patienten, unabhängig der Erkrankung, ist dann die abschließende Versorgung im Krankenhaus. Wenige Minuten Fahrdifferenz sind unerheblich. Ein Notfallzentrum ohne angeschlossenes Akutkrankenhaus führt für die Patienten, die dieses benötigen, durch den Zeitverlust der Sekundärverlegung in eine Sackgasse. Zumindest müsste diese Satellitennotaufnahme über eine umfangreiche 24-7-Diagnostik- und Interventionsabteilung verfügen. Dies provoziert dann aber genau diese 24-7-Doppelverhaltung, die wir vermeiden wollen. Zumal die Notaufnahme für die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses zumindest in der Dresdner Region eine untergeordnete Rolle spielt und die vorhandenen Notfallkapazitäten auch mit dem seit 1. Oktober dann deutlich stärkeren Engagement der Kassenärztlichen Vereinigung ausreichen wird. Aber ein Krankenhaus ohne Notfallzentrum ist aus meiner Sicht wirtschaftlich betreibbar. Das zeigen die vielen Beispiele der Fachkliniken. Dies eröffnet aus meiner Sicht für die Gebäude in Trachau eine Perspektive als medizinischer Versorger, welche zwingend geprüft werden sollten. Der Standort Dresden-Neustadt hat als ambulantes Zentrum in Kombination mit einem Fachklinikzentrum ohne Akutversorgung und ausschließlich elektiver Behandlung und Diagnostik aus meiner Sicht eine realistische Perspektive. Mögliche Versorgungsbereiche sind die mit hohem Elektivanteil und oder hohem Ambulantisierungsdruck wie Augenheilkunde, HNO, Orthopädie, Geriatrie, chronische Stoffwechselerkrankungen, anteilig aber auch Gynäkologie, und da meine ich nicht die Geburtshilfe, und die Urologie. Es könnte zudem ein attraktives Belegarztsystem bei enger Kooperation mit dem ambulanten Zentrum etabliert werden, und der Aufbau eines Tagesklinikzentrums wäre in Anbetracht der medizinischen Entwicklung und dem damit einhergehenden Rückgang an stationärem Versorgungsbedarf strategisch sinnvoll. Die letzte Folie, Sie müssen es sich nicht im Detail anschauen, gibt Anregungen, wie bereits in den nächsten Jahren eine Konsolidierung der Akut-Highcare-Versorgung und damit ein positiver Effekt auf das Betriebsergebnis zu erzielen wäre, selbst wenn eine Kapazitätseinschränkung aufgrund baulicher Gegebenheiten erfolgen müsste. Aufgrund der wirtschaftlich erwartbaren Effekte empfehle ich folgende Maßnahmen zuerst zu untersuchen. Erstens möglicherweise den Tausch von HNO und Augenheilkunde mit Neurologie und Neurochirurgie. Zweitens die Konzentration der Orthopädie und elektiv-traumatologischen Leistungen in Neustadt und die Konzentration der Haupttraumatologie in Dresden-Friedrichstadt. Die Verlagerung der Pädiatrie und Geburtshilfe nach Friedrichstadt und Konzentration elektiver Gynäkologie in Neustadt, wobei man grundsätzlich darauf achten sollte, dass Patienten, die durch die Schwere eines operativen Eingriffs oder aufgrund schwerer Vorerkrankungen einen postoperativen Intensivaufenthalt wahrscheinlich machen, nur am Standort Friedrichstadt versorgt werden sollten.
Auch wäre eine Schließung der Psychiatrie in Friedrichstadt und Erweiterung der Kapazitäten am Weißen Hirsch innerhalb der nächsten 5 Jahre denkbar, sollten für Teile der Somatik, vor allem die Notaufnahmebereitschaft des Weißen Hirschs, Optionen auf dem Campus Friedrichstadt gefunden werden. Eine Ergänzung noch zu den Ausführungen von Herrn Polle. Auch wir am Universitätsklinikum als auch an vielen anderen Standorten gehen davon aus, dass im psychiatrisch-psychosomatischen Bereich erstens aufgrund der massiven Weiterentwicklung der Versorgung, sprich moderne Medikamente, moderne therapeutische Strukturen, zukünftig seitens der Kassen nur noch intensiv und akut psychiatrische Fälle stationär vergütet werden. Spätestens in 10 Jahren wird es soweit sein. Das heißt, die Investition in einen Bettenausbau wird von Seiten der Patienten wahrscheinlich nicht gebraucht werden. Und auch die Versorgung von psychiatrisch-psychosomatischen Patienten wird größtenteils in 10 Jahren in teilstationären und ambulanten Behandlungskonzepten erfolgen. An dieser Stelle bitte ich also, die Bettenprognose, die Bettenentwicklung für das psychische Gesundheitszentrum nochmal zu überdenken. Abschließend erlaube ich mir einen folgenden Hinweis. Der VW-Vorstand ist ein Ingenieur, der Deutsche Bankvorstand ist ein Banker, Direktor unserer Musikhochschule ist ein Musiker. Alle gemeinsam sind natürlich Führungskräfte. Die anstehenden Veränderungsprozesse bedürfen ein starkes gemeinsames Ringen um Kompromisse und um schmerzhafte Entscheidungen. Eine ständige Motivation und Mitnahme der Belegschaft ist zwingend notwendig. Gleichzeitig ist die medizinisch-strategische Entwicklung ständig im Blick zu halten. Das städtische Klinikum braucht meines Erachtens neben dem kaufmännischen Experten auch einen medizinischen Geschäftsführer, um die Konzeptentwicklung zu begleiten und dann vor allem deren Umsetzung zu verantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Mokwitz, für Ihren Expertenvortrag. Ich bitte nun für die Fraktion der Freien Wähler, Herr Bartels, nach vorn. Herr Bartels, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Stadträte, werte Gäste. Nochmal 30 Jahre lang, fast 30 Jahre lang Mitarbeiter im Klinikum. Fast die Hälfte der Zeit war ich Abteilungsleiter für Technik, für Bau. Danach war ich 10 Jahre lang Stadtrat, die letzten fünf Jahre davon hier in diesem Ausschuss Mitglied. Das Klinikum hat mich auch nach der Arbeit weiter verfolgt, weil dort eine Maßnahme war, wo es äußerst kritisch ist, die ich dann weiter verfolgt habe. Und da werde ich jetzt auch was dazu sagen. Aber im Klinikum müsste es eigentlich gut gehen, denn die medizinischen Leistungen sind ausgezeichnet. Da gibt es überhaupt keinen Satz, der da irgendetwas anderes ausgesagt hat. Aber obwohl die medizinischen Leistungen gut sind, hat das Klinikum gelitten, weil die Bürger zur Kenntnis genommen haben, dass es dort Schwierigkeiten gibt in finanzieller Sicht, und die haben das auch gleichzeitig auf die medizinischen Leistungen übertragen, und deshalb ist die medizinische Leistung etwas zurückgegangen. Das war ein Schlag, der dem Klinikum sehr geschadet hat, diese Berichte über diese negativen Zahlen. Warum ist es so negativ geworden im Klinikum? Das ist das, worüber ich jetzt mit Ihnen reden wollte. Es begann mit der Einführung der Leistungsabrechnung, die die Kliniken zu einem Wirtschaftsbetrieb gemacht haben, wodurch die jährlichen Überschüsse immer geringer wurden. Dann kam die Zeit, als die Stadt die Krankenhäuser Neustadt und Friedrichstadt privatisieren wollte. Die Stadt war überhaupt nicht willens, irgendetwas zu machen, sondern hat ja von den Kliniken verlangt, dass sie noch etwas an den Stadthaushalt abführen. Durch die danach erfolgte Zusammenführung der Kliniken sollte eine bessere Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Man erwartete, dass dadurch unter anderem Verwaltungspersonal eingespart werden kann. Real ist aber, dass ein erheblicher Personalaufwand erforderlich war, um die Kliniken zusammenführen zu können. In den Jahren davor wurde von der Stadtverwaltung zugelassen, dass die Krankenhäuser Neustadt und Friedrichstadt sich grundsätzlich anders strukturiert haben. Für eine zukunftsfähige Zusammenführung der Krankenhäuser war ein erheblicher Personal- und Finanzaufwand erforderlich, wo die Stadt sich nicht daran beteiligt hat.
Was ist erforderlich, um das Klinikum auch finanziell wieder erfolgreich zu machen? Sie als Stadträte und der OB müssen sich zum Klinikum bekennen und für notwendige Investitionen die finanziellen Mittel bereitstellen. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Sie heute haben. Und ohne dem werden wir es nicht hinbekommen. Erforderlich ist auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Finanzdezernat, der Bauaufsicht und der Stadtplanung. Warum, werde ich dann auch gleich mal erläutern. Aktuell liegt ein neues Gutachten für die Zukunft des Klinikums vor. Gutachten hat es in der Vergangenheit endlos viele gegeben. Es ist auch manchmal etwas umgesetzt worden. Und das letzte Gutachten, was vor dieser Zeit war, ist etwas umgesetzt worden. Das ist von den Bürgern nicht gewollt worden, von den Mitarbeitern nicht gewollt worden. Die haben gekündigt. Notaufnahme musste zeitweise geschlossen werden und eine Station wurde geschlossen. Da ging es dann richtig abwärts. Maßnahmen aus diesem Gutachten sollten nur umgesetzt werden, wenn die Mitarbeiter das unstrittig mitmachen. Das ist das Erste. Es gibt aber auch Maßnahmen in diesem Gutachten, die kritisch sind. Da sollte nochmal nachgebessert werden, dann sollte die Zustimmung der Mitarbeiter eingeholt werden und danach kann das umgesetzt werden. Aber hüten Sie sich davor, das umzusetzen, was von den Bürgern, von den Mitarbeitern des Klinikums nicht gewollt ist. Und bekommen Sie keine Zustimmung, sollten Sie zum Beispiel einen neuen Gutachter beauftragen, der das umsetzt oder das den Vorschlag macht, was die Bürger, was die Mitarbeiter des Klinikums wollen. Das würde zum Beispiel für den Standort Trachow gelten. Ich kann mir vorstellen, dass es geschlossen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass dort etwas völlig Neues gemacht wird oder besser gemacht wird. Aber das ist eine Sache, die Sie mitentscheiden müssen. Vom Klinikum sind aber Maßnahmen aus dem Gutachten, aus dem derzeitigen Gutachten, in einer Zielplanung zu konzentrieren. In der Zielplanung ist jeweils in Abschnitten von 5 und 10 Jahren vorzugeben, was umzusetzen ist. Dass alle Maßnahmen aus dem Gutachten, die bis 2035 vorgegeben wurden, abgearbeitet sind. Das ist eine äußerst wichtige Vorgabe. Und aktuell gibt es keine Zielplanung. Ich hatte ja mal als Stadtrat noch gesagt, gebt uns mal die Zielplanung zur Kenntnis. Da hieß es, die ist überarbeitet und die können wir nicht mehr zur Kenntnis geben. Also für das, was jetzt vorliegt, eine Zielplanung, das A und O, um danach vorzugehen, um alles abzuarbeiten, was notwendig ist. Aber nach 5 Jahren muss die Zielplanung aktualisiert werden, denn wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wo sich so manches ändert, was heute in dem Gutachten steht und was nachgebessert werden muss. Was wird erwartet? Bei meinen Ausführungen beschränke ich mich auf den Komplex Friedrichstadt und das auch ausdrücklich, weil dort die größten Probleme existieren. Komme ich aber gleich zu. Bereits seit 2007 hat die Verwaltung Kenntnis davon, dass ein Funktionsgebäude benötigt wird. Seit Jahren steht dann in den Wirtschaftsplänen Funktionsgebäude, hohe Dringlichkeit. Das wurde ignoriert. Warum ist das notwendig? Wir brauchen das Funktionsgebäude, um ein neues Labor errichten zu können, das zeitgemäß ist. Und brauchen das neue Labor, um das Haus A sanieren zu können. Weil da auch die Zentralsterilisation im Haus C ist, an der Grenze arbeitet und dort etwas Neues gemacht werden muss, wäre es sinnvoll zu prüfen, ob auch die Zentralsterilisation mit in dieses Labor, in dieses Funktionsgebäude hineinkommen kann. Dann haben wir das Haus A Ost und Mitte. Dort gibt es eine hohe Dringlichkeit. Und für das Haus A gibt es ein Brandschutzgutachten, das seit 2014 im Klinikum vorliegt. Brandschutzgutachten sieht es äußerst kritisch und sagt, Betriebserlaubnis bis etwa 2020 unter der Bedingung, dass Maßnahmen gemacht werden, um die Brandausbreitung zu verringern. Das Klinikum hat die Maßnahmen ausgeführt, aber 2020 ist jetzt da und es muss eine Entscheidung getroffen werden. In einer letzten Präsentation vom Klinikum wurde bekannt gegeben, dass dort eine Stellungnahme der Bauaufsicht gegeben wurde, 2017, wo die Bauaufsicht geschrieben hat, wir haben die Treppenhäuser vom A-Haus besichtigt und sind dort gewesen und wir sehen keinen Handlungsbedarf. Als ich das gelesen habe, war ich etwas fassungslos. Das harmoniert überhaupt nicht mit dem, was der Brandschutzsachverständige sagt, wobei die Bauaufsicht eine höhere Priorität hat. Dann gab es mal ein Gespräch am Tisch von der Bürgermeisterin Dr. Kaufmann, wo die Bauaufsicht mit dabei war, hat die Bauaufsicht eine Aussage getroffen und gesagt, das Haus P hat eigentlich eine höhere Priorität als das Haus A. Wir haben also 2 Gebäude mit einer äußerst hohen Priorität. Also, Haus A zwingend notwendig, die Bauaufsicht muss dort eine klare Stellungnahme abgeben, bis wann das Haus A genutzt werden kann. Und die 15 Millionen, die da im Moment im Haushaltsplan stehen, sind völlig sinnlos, weil es überhaupt kein Konzept gibt für das Haus A. Aber Haus A muss gemacht werden. Haus P,
Wenn die Bauaufsicht sagt, Haus P hat eine höhere Priorität als Haus A, dann ist das äußerster dringender Bedarf. Wir wissen, für das Haus P werden 40 Millionen Fördermittel zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es die Diskussion. Erst soll das Haus P nur gemacht werden, dann soll das Haus P gemacht werden mit einem neuen Gebäude im Innenhof. Dann gab es mal die Aussage, wir reißen das Haus P und das Haus S ab, bauen was Neues. Und Herr Poller hat heute etwas vorgestellt, was mich sehr begeistert hat, nämlich das Haus S, was kein vernünftiges Klinikgebäude ist, und das Haus Z, was auch kein Klinikgebäude ist, weil das ein Plattenbau ist, der als Altenheim mal errichtet wurde und als Klinikgebäude nicht geeignet ist, das beides abzureißen, mit dem P-Haus zu kombinieren und dort ein vernünftiges Klinikgebäude zu machen. Das ist notwendig, das ist zwingend notwendig, um das Klinikum wirklich wieder in die Wirtschaftlichkeit bringen zu können. Wir haben dann aber nochmal Erweiterung, Klinikgelände und ein Parkhaus. Sie wissen, die Friedrichstadt wird immer weiter zugebaut und ein Parkhaus ist eine zwingende Notwendigkeit, damit auch die Bürger dorthin kommen können. Bereits 1998, in Vorbereitung der Zielplanung 99, wurde die Klinikerweiterung auf dem alten Sauerstoffgelände, das ist das Gelände Friedrichstraße, Vorwerkstraße, das wurde dort angeregt, dass das mal übernommen wird. Die Stadtverwaltung gab Zustimmung und sagte, aber die Kosten müsst ihr alleine tragen. Konnten wir natürlich nicht übernehmen damals. In den Jahren 2007 und 2009 gab es von meiner Seite aus Abstimmung mit der Stadtplanung, das Krankenhausgelände bis zur Schäferstraße zu erweitern. Dort sollte das Funktionsgebäude und ein Parkhaus errichtet werden. Die Aussage von der Stadtplanung, ihr könnt ja für das Parkhaus auch Fördermittel kriegen aus dem Topf der Parkplatzabgelösegebühr, die ja von Leuten gezahlt wurde, die keinen Parkplatz errichten konnten. Tja, wurde auch nichts draus, weil wir das Geld für das Funktionsgebäude im Parkhaus nicht hatten. Die Stadtverwaltung wusste, dass wir zur Klinikerweiterung brauchen und hat jetzt dort, wo wir das Parkhaus bauen wollten, eine Grünanlage gemacht. Grünanlage ist für die Gegend natürlich auch wichtig, aber für die Klinikum eine große Katastrophe. Eine angemessene Krankenhauserweiterung verbunden mit der Errichtung eines Parkhauses kann nur noch auf dem Sauerstoffgelände stattfinden, auf dem ehemaligen Sauerstoffgelände, was ja nun ein Privatmann gekauft hat. Da erwarte ich, dass von der Stadtplanung irgendwo und vom Oberbürgermeister irgendetwas gemacht wird, dass dort ein Bauplan vorgegeben wird, dass dort etwas gebaut werden kann, was dem Klinikum zugutekommt. Ohne dem werden wir dort keine Wirtschaftlichkeit erreichen können. Frage ist, wie soll es weitergehen? Damit das Klinikum zurück in die Wirtschaftlichkeit gelangen kann, sind erhebliche Investitionen erforderlich, für die vermutlich keine Fördermittel ausgereicht werden. Also, bisher habe ich aber weder vom Oberbürgermeister und nicht vom Finanzbürgermeister gehört, dass im nächsten Haushalt und in den folgenden Haushalten für das Klinikum Fördermittel eingestellt werden sollen. Und was wir brauchen, alleine für den Standort Friedrichstadt, das sind in den nächsten 5 Jahren aus meiner Sicht etwa 100 Millionen Euro. Die müssen in den Haushalt rein, wenn wir wollen, dass das Klinikum wieder rentabel arbeitet. Denn Sanierung Haus P, Abriss Haus Z, Neubau Haus Z, Abriss Haus S, Neubau Haus S, das ist eine Investition, die dem Klinikum erheblich Probleme macht mit der finanziellen, mit der Auslastung der Patienten. Also das muss gemacht werden, damit es wieder rüberkommt. Also, Sie, der Oberbürgermeister und die anderen Stadtratsmitglieder müssen sich auch für die nächsten Jahre darauf einstellen, dass das Klinikum noch Geld braucht aus dem Haushalt dieser Stadt. Und da kann ich nur sagen, wenn dort keine Zustimmung gibt, dann sollte man vielleicht mal wieder eine Bürgerumfrage machen und die Bürger fragen, was ist wichtiger in dieser Stadt, ein Rathaus bauen oder das Klinikum unterstützen. Danke. Vielen Dank, Herr Bartels, für Ihren Expertenvortrag. Und ich würde nun Herrn Augurski, Herrn Professor Augurski, bitten, für die Stadtverwaltung seine Expertenmeinung kundzutun. Professor Augurski, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Augurski vom RWI in Essen. Ich bin am RWI jetzt seit 2003 und beschäftige mich da seitdem mit Krankenhäusern, mit der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser, mit Trends im Gesundheitswesen. Wir machen einmal Grundlagenforschung auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite Politikberatung für Ministerien, Bundes-, landesweit und entsprechend dann auch viel unterwegs. Und seit 2007
begleite ich auch Krankenhäuser, zum Beispiel bei solchen Themen, die Sie jetzt auch auf dem Tisch haben, wenn es darum geht, Strukturen vor Ort zu verändern, zu optimieren, anzupassen. Und meine Aufgabe ist es, heute über Trends zu reden. Was kommt denn auf uns zu in der Gesundheitsversorgung, in der Medizin? Worauf müssen wir uns einstellen? Und es geht ja um einen unheimlich langen Zeithorizont. Es geht ja bis 2035 und da wird sich unheimlich viel ändern. Denken Sie nur daran, was das letzte Jahrzehnt uns allen gebracht hat, jetzt nicht nur Gesundheitswesen, sondern gesamtgesellschaftlich. Und wir werden wahrscheinlich 2030 und 2035 das Gesundheitswesen kaum wiedererkennen. Insofern, das ist schon ganz wichtig, sich diese Trends vor Augen zu führen und zu überlegen, wie reagiere ich darauf? Und wie reagieren auch andere darauf? Kann ich da mithalten oder nicht? Zunächst mal die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser, das ist nicht nur bei Ihnen so, die hat sich verschlechtert. Jetzt nicht so dramatisch wie im Klinikum, die Zahlen, die ich gesehen habe, aber es ging jetzt seit 2017 etwas runter bundesweit. Und ein wesentlicher Grund ist, dass die Fallzahlen insgesamt stagnieren. Seit 2017 haben wir nicht mehr so wie früher Zunahme der Fallzahlen. Aber es ist Stagnation, es ist also 0% Veränderung. Sie haben hier ja, was ich gesehen habe, in dem Zeitraum, glaube ich, -7%, das ist schon erheblich. Und das ist weder für Sachsen noch bundesweit und soweit ich weiß auch nicht für die Stadt repräsentativ. Also da ist schon was im Argen, da muss man tatsächlich sich mit beschäftigen. Welche Veränderungen kommen in den nächsten Jahren auf uns alle zu im Bereich Gesundheit? Wir haben in der Medizin eine Entwicklung, man kann immer mehr ambulant machen, das ist das Stichwort Ambulantisierung, man hat auch eine Spezialisierung, das hat man seit Jahrzehnten, das geht immer so weiter, aber Spezialisierung heißt dann auch am Ende des Tages, man muss sich irgendwie fokussieren, Schwerpunkte bilden, weil ich kann ja nicht überall diese Spezialisten kriegen. Das sind Menschen, die sind knapp. Und die werden Sie nicht an allen möglichen Standorten vorhalten können. Sie haben technologische Veränderungen, Digitalisierung, das wurde auch schon hier vorhin etwas genannt. Auch darauf muss man sich vorbereiten und liegen wir in Deutschland noch weit zurück. Personal wurde jetzt häufig genannt, ist auch tatsächlich der große Schlüssel. Auch mindestens genauso wichtig wie die finanziellen Ressourcen sind die personellen Ressourcen. Wir leben in einer Welt im Moment zumindest des Fachkräftemangels. Corona wird es leicht entschärfen, weil wir da auf dem Arbeitsmarkt sozusagen jetzt nicht mehr diese Superanspannung haben. Aber die nächsten Jahre, und wir reden über die 20er Jahre, erleben wir den Übergang der geburtenstarken Jahrgänge in die Rente. Und wenn Sie das mal hochrechnen, wir haben dann so Ende des Jahrzehnts, ich habe es jetzt nur deutschlandweit, das wird für Dresden dann herunterzubrechen sein, fehlen uns 700.000 Leute pro Jahr, um sozusagen die gehen, wieder durch Nachwuchs zu ersetzen. Also da muss man auf jeden Fall das sehr ernst nehmen. Ansonsten gibt es weitere Trends, auf die ich jetzt näher eingehen könnte, aber ich denke, aus auch Ermangelung der Zeit würde ich jetzt eher nochmal ansprechen, was auch die Bundespolitik seit Jahren umtreibt und auch immer wieder verstärkt, ist die Regulierung, um Zentralisierung zu fördern. Sie haben eine Menge Vorgaben. Inzwischen in der Leistungserbringung, Sie haben gewisse Mindestmengen, die man erreichen muss, Strukturqualitätsvorgaben, es gibt Personaluntergrenzen, die man einhalten muss, es gibt den Strukturfonds, um eben Strukturen zu optimieren, zu bündeln, das Vergütungssystem selbst drängt im Grunde nach Größe, also es ist eher der kleine Grundversorger, der im DRG-System nicht so gut auskommt, der größere ist da sehr gut aufgehoben, weil ja gerade Fixkosten bei kleineren durch DRGs nicht so einfach reingeholt werden können wie bei größeren Einheiten. Und Sie haben die externen Faktoren. Fachkräftemangel führt zu einer gewissen Zentralisierung, gerade im ländlichen, aber eben auch in einigen städtischen Gebieten. Und die Digitalisierung können Sie auch oft dann nur
in größeren Einheiten gut finanzieren. Jetzt haben wir zusätzlich zu dieser Veränderung in den 20er Jahren, die natürlich bis in die 30er reinschwappen wird, was diese demografische Struktur angeht, seit neuestem mit Corona im Grunde ab dem Jahr 2022 so eine Art Offenbarungseid. Wir haben jetzt die goldenen 10er Jahre hinter uns, da haben wir die Sparbüchse gefüllt, da sind Ressourcen gesammelt worden, Steuereinnahmen, Krankenkassen waren ganz gut gefüllt, das haben wir jetzt aufgebraucht, Schulden gemacht. Das wird so bis zur Bundestagswahl auch so bleiben. Man will ja schließlich vor der Bundestagswahl da keine Aufruhr. Aber sie haben dann mit der neuen Regierung ab 2022 sicherlich Schwierigkeiten. Dann kommt auch wieder das Thema Kostensenkungsmaßnahmen auf Krankenhäuser zu. Also insofern kann ich nur sagen, bereiten Sie sich jetzt noch in den Jahren 20 und 21 darauf vor, dass es dort schwieriger wird. Und insofern, der Druck auf diese betriebliche Effizienz wird weiter steigen, auch auf die Systemeffizienz, aber das ist heute nicht unser Thema. Und deshalb ist meine Empfehlung für hier, für Dresden, in die Richtung Zentralisierung und Schwerpunktbildung innerhalb des Klinikums unbedingt zu gehen, auch innerhalb der Stadt, ja, also auch mit den anderen Leistungserbringern sich zu überlegen, wer macht was, wer kann was am besten mit der Uniklinik, mit den anderen, die es hier gibt, und vor allem auch Ausbau ambulanter Angebote. Natürlich ist es vergütungstechnisch im Moment noch nicht so attraktiv, aber wir werden nicht drum herum kommen, die ambulante Versorgung über Kliniken besser zu vergüten, und das ist dieses Jahrzehnt sicherlich anstehend. Es gibt vielfältige Vorteile von Zentralisierung. Wir sehen es bei unseren Untersuchungen, wir haben da ungefähr 50% aller Krankenhäuser in unseren Daten drin, die wirtschaftliche Lage, andere Daten. Ganz klar ist es so, wenn Sie eine stärkere Spezialisierung haben, haben Sie eine bessere Wirtschaftlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht nur Fachkliniken, das gilt auch für Maximalversorger, die halt Schwerpunkte haben versus solche, die das nicht so haben. Und vor allem, Sie haben eine höhere Patientenzufriedenheit. Wir haben da von der weißen Liste die Daten, wie haben Patienten dann abgestimmt, also mit der ärztlichen Versorgung zufrieden, mit der pflegerischen, oder empfehlen Sie die Klinik weiter. Und auch da korreliert Spezialisierungsmaß und Patientenzufriedenheit ganz klarer, signifikant statistisch der Zusammenhang. Und insofern, wenn Sie aus Patientensicht denken, ist die Spezialisierung vorteilhaft. Mitarbeiterzufriedenheit, ja, das wurde angesprochen, das kann man nicht so einfach messen. Da gibt es nicht so tolle Daten, das ist völlig klar. Aber eins müssen wir uns, das ist, denke ich, auch von der Logik her sicher wichtig, wenn Sie größere Einheiten haben, dann können Sie Personal besser planen. Sie können die Dienste besser planen, Sie können Ausfälle, Urlaube etc. besser planen, und das ist am Ende auch Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist ein wichtiges Kriterium, dass man Sicherheit hat über seine Dienste, und das ist Gesetz der großen Zahl. Würfeln Sie 6-mal mit einem Würfel, dann haben Sie vielleicht im Durchschnitt einmal eine 6, aber bei 6-mal würfeln, wer weiß schon, ob die kommt. Wenn Sie 600-mal würfeln, dann glauben Sie mir bestimmt, im Schnitt haben wir 100-mal die 6 oder 102 oder 98. Das ist aber kaum eine Abweichung. Und genau das gilt eben auch fürs Personal. Die Ausfälle in größeren Einheiten können Sie besser kompensieren, als wenn Sie kleine Einheiten haben. Deshalb glaube ich, hilft Ihnen das durchaus in der Mitarbeiterzufriedenheit. Ansonsten, Sie können die gesetzlichen Rahmenbedingungen besser einhalten, die hatte ich erwähnt, und auch Digitalisierung einfacher durchführen. Und auf diesem Weg zur Schwerpunktbildung gehen im Moment sehr viele. Ich bin jetzt heute in Dresden, ich bin am Freitag in Baden-Württemberg, da werden wir genau die gleiche Diskussion haben. Das ist ein Landkreis, da sind die Kreisräte dran. Die Debatte wird sich da wiederholen. Die haben auch die Frage, wie Sie jetzt, führe ich da zwei Standorte zusammen. Klinikum Chemnitz hat es gemacht. Die haben auch einen Standort dann aufgegeben und entsprechend einem anderen hinzugefügt. Leipzig wurde erwähnt, da gab es auch Schwerpunktbildungen. Da habe ich jetzt eine ganze Liste an Beispielen. Landkreis Lörrach an der Schweizer Grenze, die machen aus 4 Standorten einen. Die können schön auf der grünen Wiese neu bauen, das wäre ihr Szenario 3, das können sie nicht.
oder an der Nordsee, Aurich, Emden und Norden, die Städte bilden jetzt aus drei ein Zentralklinikum in Darmstadt und so weiter. Also das mag ich jetzt alles gar nicht auflisten. Ich denke, auch bei Ihnen wird dieses Szenario 2 gegenüber Szenario 1 überlegen sein. Ich denke, das Nuller ist indiskutabel, das Dreier ist zu teuer. Natürlich, man kann auch viele Subszenarien sich anschauen, das ist völlig klar. Ich mache das ja auch hier und da. Aber Sie müssen auch immer bedenken, das ist auch teuer. Ja, mathematisch gesehen können Sie 100 Kombinationen hin und her bilden. Sie müssen sich nur klar machen, dass so ein Auftrag verdammt teuer wird. Sie müssen sich schon fokussieren auf wenige herausragende Szenarien, die man dann vielleicht hier und da noch ein bisschen schärfen kann. Ich glaube, dass es Zweier den Vorteil hat, Sie können dann auch, wenn Sie alles Somatische an einem Standort haben, eher interdisziplinär zusammenarbeiten. Wenn die Geriatrie da ist, das ist was Interdisziplinäres, können Sie direkt mit allen Fachärzten in Kontakt treten als Geriater. Das ist gut für die Patienten. Sie können auf der Mitarbeiterseite, das habe ich schon erwähnt, die Dienste besser planen. Sie haben auch kürzere Wege, wenn was ist. Und am Ende des Tages ist es halt auch wirtschaftlicher. Und da nochmal, da sollten Sie den Puffer wirklich aufbauen, weil das ist ein Eigenbetrieb, Sie zahlen es. Und wenn Sie es halt dann in der Stadt Dresden nicht für andere gute Dinge verwenden können, Sie haben ja noch andere Aufgaben als nur Krankenhaus, dann seien Sie froh, wenn Sie diesen Puffer haben, denn den werden Sie brauchen in diesem Jahrzehnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Auch Ihnen, Professor Augurski, für Ihre Expertenmeinung, die Sie hier kundgetan haben. Wir haben damit alle Experten, die uns benannt wurden, von den Fraktionen gehört. Und ich würde jetzt die Runde freigeben für Rückfragen. Wir haben, wenn wir uns an den Anfang der heutigen Sitzung erinnern, uns 60 Minuten gegeben. Insofern auch dank Ihnen nochmal, Sie haben sich wunderbar an die Zeit gehalten. Insofern jetzt ringfrei an unsere Experten. Bitte das Mikro nehmen. Gut, brauchen Sie eine kurze Pause, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich höre ein schweigendes Ja. Ja, gut, dann würde ich für 10 Minuten Pause sagen. Das bedeutet, dass wir uns 17.25 Uhr hier wieder treffen.
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, ich würde gern in den zweiten Teil der Expertenanhörung übergehen und damit Ihnen die Chance geben, Fragen an die Experten zu stellen. Frau Walter, Herr Lommel, Herr Dr. Deppe, Frau Walter. Vielleicht erst mal eine Frage an Sie, weil das ist ja jetzt auch mehrfach aufgetaucht, neben den Themen Personal und Digitalisierung, die ich für sehr wichtig in der Betrachtung halte. Aber es ist ja auch das Thema Finanzierung aufgekommen. Was haben Sie denn jetzt vor, in den nächsten Doppelhaushalt dort an Mitteln in der Kurzfrist bzw. auch in der Mittelfristplanung einzustellen? Wir werden im nächsten Doppelhaushalt mindestens 1 Million Euro Planungskosten einstellen, dass wir im Grunde genommen entsprechend Ihres Votums als Stadträte die Möglichkeit haben, in die Planung überzugehen. Wir werden in der Mittelfristplanung weitere Millionen einstellen im 5-Jahres-Zeitraum roundabout zwischen 25 und 30 Millionen. Das sind die Gelder, die wir als Träger, so die noch interne Planung, die Ihnen dann am Donnerstag als Stadträtinnen vorgestellt wird, aktuell avisieren. Wir haben des Weiteren das, was auch durch Herrn Bartels angesprochen wurde, auf dem Schirm. Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen heute schon planen können und auch entsprechend unserer jetzt konkreter werdenden Überlegungen auch in die Umsetzungsplanung gehen wollen, das Haus A weiterhin brandschutztechnisch ertüchtigen, gleichsam aber das Haus Q in den nächsten Jahren zu einem Labor erneuern. Auch hier haben wir Mittel, die in den nächsten Jahren aktiviert werden sollen. Also wir fangen klein an, Frau Walter, und werden dann auch mit Hilfe der Gespräche, die wir aktuell schon führen mit dem Freistaat, der aber ganz klar sagt, es macht Sinn, was Sie tun, aber Sie brauchen natürlich eine Votierung des Stadtrates, der Stadt Dresden, des Trägers. Wir werden hier in den nächsten Jahren in die Akquise von Bundes- und Landesförderung gehen und erhoffen uns auch Strukturfondsmittel seitens des Bundes und des Landes. Herr Lommel. Ja, sehr interessant waren die Ausführungen des Experten von der FDP, die ja ein Stück weit andere Schwerpunkte gesehen hat als bei der klinischen, medizinischen Privilegierung von Abteilungen, von Angeboten. Da würde mich vom Klinikdirektor interessieren, ob auch ähnliche Überlegungen bei Ihnen auch so stattgefunden haben, warum man letztendlich Ernst & Young dann gefolgt ist oder ob diese Überlegungen jetzt gänzlich neu sind. Das Thema EDV ist hier angesprochen worden, dass dort gewaltige Kosten im Raum stehen, wenn man das selbstständig gar nicht machen könnte. Ist dieser Vorschlag aus Sicht der Klinikleitung praktikabel, nämlich das mit anderen Kliniken zusammenzumachen? Und dort war auch dann die Rede von einem neuen Klinik von Kosten von 200 Millionen Euro. Das klang weitaus weniger als 1,2 Milliarden. Ja, das ist irgendwie, da würde ich gerne auch noch eine Meinung hören. Und viertens, letztlich war von dem Vertreter der Linkspartei die Auffassung gewesen, dass salopp gesagt, naja, vieles eigentlich so bleiben sollte und das Problem auf Bundes- oder Landesebene zu suchen sei und dort den Druck zu erhöhen und nicht nach unten, um die Krankenhausfinanzierung zu sichern in neuen Möglichkeiten der gesetzgebenden Maßnahmen. Da die Frage dazu, wie realistisch denn dieses Szenario bewertet wird. Danke. Herr
Herr Lommel, gehe ich gerne darauf ein. Also die erste Frage mit dem unterschiedlichen medizinischen Profil, was Herr Mockwitz vorgestellt hat, also unterschiedlich zu unserem Szenario. Wir haben natürlich auch geprüft und diskutiert und analysiert, ob wir elektive Bereiche am Standort Neustadt, Trachau behalten werden und sind aber insgesamt auch mit den anderen Chefärzten, also mit dem Team, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das nicht präferieren, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite würden wir die Größe der Somatik und damit die Möglichkeit, das alles an einem Standort zusammenzuführen, wieder auseinanderreißen. Und noch gewichtiger ist, der Vorteil für die Versorgungsregion Trachau würde dadurch nicht verbessert. Das heißt, wenn Sie eine Fachklinik Orthopädie an dem Standort Trachau ansiedeln, haben Sie zwar noch ein Krankenhaus, aber die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger gehen eher dahin, wie sieht es aus in der Notfallsituation. Und da Sie dort keine Veränderung und auch keine Verbesserung hätten, und wenn dann nur, wir haben das hier in der Runde auch schon einmal diskutiert, wenn dann nur für einen ganz kleinen Teil, sehen wir die Vorteile, die sich dadurch ergeben würden, im Verhältnis zu dem Nachteil, dass wir die Somatik somit wieder auseinanderreißen würden und die Möglichkeiten, diese einmalige Chance, die wir haben, nicht nutzen würden, die sehen wir als schlechter an. Und entsprechend haben wir uns in der internen Diskussion dazu entschieden, an der Zentrierung der Somatik in einem Standort festzuhalten. Das Zweite, das war die Partnerschaft, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Bereich IT. Habe ich das gerade richtig verstanden, was Sie angesprochen haben? Ja, IT. Genau. Ja, da gibt es schon Überlegungen, auch Gespräche zwischen Herrn Professor Albrecht und mir, dass wir uns dort zusammensetzen wollen. Wir sind dort erstmal offen und das ist der Stand. Also natürlich sind wir offen und werden gemeinsam analysieren, was da möglich ist. Herr Dr. Deppe. Ja, ich möchte Herrn Mockwitz nochmal die Gelegenheit geben, zu seinen Ideen Stellung zu nehmen. Also ich denke, da ist ja sehr viel Neues dabei gewesen, also wirklich ganz interessante Gedanken, die so noch gar nicht hier in irgendeinem unserer Gremien geäußert worden sind. Deshalb denke ich, ist es wert, da auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu gucken, zumal Herr Mockwitz ja nun wirklich jemand ist, der zum einen die Dresdner Landschaft aus dem FF kennt und zum anderen ja auch im Uniklinikum auch führende Verantwortung trägt. Also der, denke ich, weiß, wovon er redet. Ich habe drei Fragen an Sie, Herr Mockwitz. Zum einen würde ich Sie darum bitten, diese Idee des High-Care-Hospitals in Friedrichstadt dann noch mal ein bisschen näher zu erläutern. Wäre das dann etwas, was so von diesem Zentrenkonzept, so wie es bisher vorgelegt würde, abweichen würde? Also sprich, was stellen Sie sich vor, was in diesem High-Care-Hospital passiert, welche Patienten, welche Fachdisziplinen wären dort tätig und wie würde dann so das Drumherum dann strukturiert sein, also was jetzt eben nicht High-Care ist. Das wäre so der eine Punkt. Und dann, das war ja schon auch kurz eben Thema in der Stellungnahme von Herrn Polle, Sie sehen ja durchaus die Möglichkeit, auch eine stationäre Versorgung am Standort Trachau auch in Zukunft aufrechtzuerhalten, im Sinne dieses Fachklinikzentrums, eng verbunden mit einigen Disziplinen, wo eben Operationen eine große Rolle spielen, die jetzt nicht unbedingt eine intensivmedizinische Versorgung erfordern. Also ich denke, auch das ist ein ganz interessanter Gedanke und vielleicht könnten Sie auch noch mal so ein bisschen antworten auf das, was Herr Polle gerade gesagt hat, was ja so irgendwie darauf hinausläuft, dass sich das nicht rechnet. Also ich denke, die Idee ist halt schon auch deshalb wichtig, weil man dort auch signalisieren würde, wir geben eben diesen Standort nicht auf, sondern wir versuchen eben dort auch weiter eine sehr leistungsfähige Medizin zu machen. Ich selber habe da schon mal so ein bisschen andere Ideen gehabt, die eher auf so eine Grund- und Regelversorgung im internistischen, chirurgischen Bereich dort hinauslaufen würden. Aber da können Sie das ja vielleicht auch noch mal ein bisschen ergänzen. In Kombination damit
Sie würden ja dann sagen, Notfallzentrum brauchen wir dort nicht. Das ist ja auch eben so ein bisschen auf Unglauben gestoßen. Vielleicht könnten Sie das auch noch mal ausführen, warum denn das nicht? Gut, es ist schwierig, sich jetzt kurz zu fassen, aber ich werde es versuchen. Zum einen Highcare Hospital. Je schwerer krank die Patienten und je unklarer der Befund bei Aufnahme zum Beispiel eines Notfallpatienten, Stichwort Bewusstlosigkeit ist. Bewusstlosigkeit kann unterschiedlichste Ursachen haben. Jede Fachdisziplin hat das Thema Bewusstlosigkeit in irgendeiner Art und Weise sozusagen im ICD-Katalog mit drin. Das heißt, bei einer Notfallversorgung, die am Ende nicht dazu führen soll, dass Sie als städtisches Klinikum den Patienten an ein anderes Haus abverlegen müssen, in dem Fall an die Uniklinik zum Beispiel, müssen Sie für jede mögliche Entwicklung des Notfallpatienten am Standort sozusagen die medizinisch mögliche Therapie vorhalten. Also von der Schädeluntersuchung über die Interventionsanlagen bis hin zu einer kompletten Labordiagnostik. Damit kann ich vielleicht auch die letzte Frage mit einschließen. Der Patient erwartet, dass wenn er in ein Notfallzentrum geht, so nehme ich das wahr, dass dann dieses Notfallzentrum in der Lage ist, sozusagen erstmal den Befund vollumfänglich zu leisten. Und wir wissen, dass die Personalverhaltung auch in der Notfallmedizin extrem teuer ist, weil eben rund um die Uhr gearbeitet werden muss. Und wenn mir elementare diagnostische Möglichkeiten fehlen, auf die ich heutzutage einen Anspruch habe, also sprich das CT, die Angiografieanlage, das schnelle Labor und andere Untersuchungen, dann kann ich das möglicherweise an einem separaten Notfallzentrum nicht leisten. Oder ich sage, dieses Notfallzentrum nimmt nur Patienten auf, wo ich diese ganzen Dinge ausschließen kann, also keine traumatologischen, keinen akuten Bauch, keine unklare Bewusstlosigkeit, dann frage ich mich, was soll das Notfallzentrum dann aufnehmen? Das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, provokant gefragt, aber wir haben die KV. Die KV hat einen berechtigten Anspruch an den ambulante Notfallversorgung. Und das, was dann dieses Notfallzentrum vielleicht leisten kann, inklusive einer 24-Stunden-Nachüberwachung, ich vermute, dass Herr Heckemann sagt, 80% dieser Leistung können wir auch im ambulanten Sektor erbringen. Also in der ersten Durchsicht sozusagen erschließt sich mir für das Notfallzentrum ohne Akutkrankenhausversorgungsmöglichkeit, also im schlimmsten Fall sofort operativ den Bauch aufmachen zu können, wenn sich eben der unspezifische Bauchschmerz als Aortenaneurysma herausstellt an dem Punkt, dann ist das etwas, was ein Notfallzentrum ohne High-End-operative Möglichkeiten nicht leisten kann, wenn das Krankenhaus nicht da ist. Und deswegen nochmal die dringende Bitte, wenn, das ist aber jetzt wirklich eine Unterstellung meinerseits, dieses Thema Notfallzentrum aus guten Gründen gewählt war, um zu sagen, wir brauchen eine bevölkerungsorientierte regionalen Ansprechpartner für ein Notfallzentrum, was absolut nachvollziehbar ist, dann denke ich, muss man nochmal sehr viel investieren, zu sagen, diese Versorgung können wir in Friedrichstadt leisten, auch wenn Sie 5 Minuten länger unterwegs sind, aber dann kriegen Sie alles, dann kriegen Sie sogar die Kardiologie, die bei uns im Uniklinikum ja auch eine Verlegung in das Nachbarhaus bedeuten würde, da haben Sie sogar einen strategischen Vorteil an der Stelle. Zurück zum Highcare Hospital, wir haben es halt jetzt an unserem eigenen Standort gesehen, die Vorhaltung dieser hochspezialisierten OPs, die Frage der intraoperativen Bildgebung, die Frage der Intensivstationen. Jede Minute, die 4 teure, hochspezialisierte Fachkräfte im Intensivtransport eines schwerkranken Patienten im Fahrstuhl verbringen oder sozusagen auf dem Weg von einem Haus, ich kenne Ihre Nummerierung nicht, aber mal von Haus A bis Haus B auf dem Hof, das sind Minuten, die tun den Patienten nicht gut und die kosten Sie Geld. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei dem Projekt unseres Notfallzentrums gesagt, alle Intensivstationen und die hauptsächlichen OP-Bereiche müssen in einer Ebene sein, egal wie. Alles andere muss ich dem unterordnen, weil die Kürze der Wege und die Nähe der Fachdisziplinen an diesem Punkt wirtschaftlich relevant ist. Und das heißt, dass Sie mit diesen 200 Millionen natürlich viele andere Baustellen nicht auf dem Gelände bespielen können. Diese 200 Millionen schätze ich jetzt mal aus den Erfahrungen der anderen Bauten hier und woanders für diesen Standort. Also Ihnen fehlt weiterhin mehr Geld für die Sanierung anderer Themen oder der Brandschutzsanierung. Also mit 200 Millionen Euro haben Sie dann zwar ein tolles Gebäude für ganz wichtige
Versorgung der Patienten und Sie können dann auch die maximale Akutversorgung machen. Aber die 200 Millionen Euro reichen definitiv nicht aus, um in Trachau notwendige Instandhaltung und Veränderungen zu machen und auch noch andere Gebäude auf dem Campus zu sanieren. Das gilt allein, wenn man sich entschließt, alles, was High-Care-Medizin ist und was sozusagen eine hochtechnische und hochspezialisierte Versorgung braucht, in einem Gebäude zu organisieren, um wirklich den physikalischen Verlust an Zeit durch Weg sozusagen auf das Minimale zu begrenzen. Zu dem Stand Thema Fachklinikzentrum gebe ich Herrn Polle vollkommen recht. Damit machen Sie keine regionale Versorgung im Stadtgebiet. Es ist halt die, sag mal, viele moderne, große Versorger leben das Konzept an ihrem Hauptcampus, sozusagen diese Schwerkrankenversorgung zu machen, um jede Ressource für diesen kranken, schweren Patienten, der auch hohe Erlöse bringt, einzusetzen. Und es gibt welche, die kaufen sich ein kleines Krankenhaus, dann gibt es welche, die suchen sich kleine Krankenhäuser als Partner und andere gründen sogar Außenstandorte, um zu sagen, für die elektive Versorgung, die ich regulär von Montag 8 Uhr bis Freitag 15 Uhr machen kann, und wo ich mir wirklich die 24-7-Vorhaltung spare, diese Patienten nehme ich bewusst raus aus dem Highcare-Geschäft, wo jede Arztminute mit einem, sag mal, einfachen Patienten zu teuer wäre, und gebe sie an einen Standort, wo die Zimmer größer sind, wo der Ausblick besser ist, wo vielleicht das Essen sogar besser schmeckt und wo der Patient hinterher zufriedener ist, weil er in einer regulären, elektiven Versorgungseinheit versorgt wurde. Es ist auch attraktiv für das Personal. Irgendwann wird jede OP-Schwester mal sagen, ich kann nicht mehr. Nach 20 Jahren Schichtdienst brauche ich jetzt mal eine Arbeitsstelle, wo ich eben früh um 8 hingehe und um 16 Uhr wieder gehen kann. Und da sind solche abgestuften Konzepte, wo ich auch Personal, was sehr erfahren ist, aber nicht mehr in diesem 24-7-Modus arbeiten kann, in einem regulären Versorgungsanteil einsetzen kann. Dinge, die muss man im Detail prüfen. Es gibt viele Hochleistungsversorger, die sich sozusagen kleine Elektivversorger leisten. Das ist auch eine Frage der Ausbildung. Ihre Assistenzärzte müssen auch in Anführungsstrichen den einfachen Patienten sehen, weil der einfache Patient ist der häufigste Patient. Und auch wir machen dann Rotationsmodelle mit anderen Häusern, wo eben diese Basisversorgung aber dann auch 10-mal am Tag gesehen werden kann. Vielen Dank, Herr Mockwitz. Ich habe auf der Rednerliste Herr Mattes, Frau Dr. Geitsch, Frau Dr. Vogel und Herr Böhm. Herr Schmählich als Nächster. Herr Mattes, Sie haben das Wort. So, ich habe sehr, sehr viele Fragen und muss mich jetzt auch sehr bemühen, mich jetzt erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Vorab hätte ich mal eine Frage an all diejenigen, die sind sachverständig. Ich möchte das jetzt bewusst nie eingrenzen, also alle, die was dazu sagen können, die schon öfter solche Gutachten gelesen haben, solche Studien, also wie jetzt von Ernst & Young oder anderen solchen Beratungsunternehmen, wie sie denn einschätzen, sage ich jetzt mal, die Qualität dieser Beratung, also die Qualität des Gutachtens, weil das ist ja auch immer für uns eine Frage, wenn man sich von solchen Unternehmen beraten lässt, muss man ja auch eine gewisse Evaluierung machen, wird man da gut beraten oder nicht. Also ich bitte einfach mal diejenigen, die das bewerten können, mal einzuschätzen, wie sie die Ernst & Young-Studie sozusagen einfach in der technischen Umsetzung beziehungsweise in ihrem Aussagewert einschätzen. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist die Frage der Kosten. Das ist heute mal angeklungen. Herr Dr. Mockwitz hat dankenswerterweise für seinen Vorschlag da Zahlen benannt. Ansonsten habe ich heute eine Zahl 400 Millionen der Tagespresse entnommen. Die wurde auch allgemein jetzt nie in Zweifel gezogen. Ich bitte einfach mal darum, dass diese Zahl von den Experten abgeschätzt wird, soweit sie das beurteilen können, für wie realistisch sie sie halten und von welchem tatsächlichen Kostenumfang wir sprechen. Ich sage, ich habe auch in dem Begleitteam die Frage an Ernst & Young gestellt und ich habe da bis jetzt wenig sozusagen befriedigende Auskünfte erhalten. Ich erinnere daran, dass in dem Topf
für Strukturfonds-Krankenhaus, Strukturfonds pro Jahr 50 Millionen für ganz Sachsen sind. 50 Millionen für ganz Sachsen, da wissen wir, wie lange wir brauchen, ehe wir da dort 400 Millionen abgezweigt haben. Und die dritte Frage, das ist jetzt spannend für mich, weil in der Vergleichsstudie von Ernst und Young wurde ja das Präferenzszenario und der Ist-Zustand mit zwei Szenarien verglichen, auf die interessanterweise heute niemand eingegangen ist und auch auf die auch im Vorfeld niemand eingegangen ist, weil sie so fantastisch sind, also kompletter Neubau von Krankenhäusern irgendwo in Größenordnung und Schließung alles bisherigen, dass ich denke, es sind eher Phantom-Szenarien gewesen, sodass real bisher ja nur dieses Präferenzszenario mit dem Ist-Zustand verglichen worden ist. Spannend ist heute, dass heute ja zwei Alternativen benannt worden sind. Einmal von Herrn Becker die Möglichkeit, eins dieser Fachzentren in Drachau anzusiedeln und das eventuell sachgerecht noch zu ergänzen. Und das zweite von Herrn Dr. Mokwitz, der ja vorgeschlagen hat, in Drachau gewissermaßen Fachkliniken, also Fachklinikstandard für die Elektivversorgung ohne Notfallzentrum, ohne Akutversorgung einzurichten. Das sind ja zumindest, sage ich jetzt mal, interessante Varianten. Und aus meiner Sicht müsste ja jetzt die Aufgabe bestehen, nach dieser Grundsatz, dieser weit auseinandergehenden abstrakten Szenarien jetzt mal diese beiden realpolitischen Szenarien miteinander zu vergleichen und auf ihre Stärken und Schwächen zu überprüfen, um zu gucken, ob man daraus was ableiten könnte. Also das wäre jetzt auch noch meine Bitte mal an sowohl die Sachverständigen als die Verantwortlichen, dass sie sich noch mal dazu äußern könnten, was sie denn empfehlen jetzt im Umgang mit diesen beiden möglichen Szenarien zur Prüfung vorzusehen. Soweit erstmal. Gut, die erste Frage von Ihnen war die Güte des Gutachtens. Da würde ich einfach genau bei Herrn Becker beginnen. Ich habe es auch am meisten kritisiert. Es hat mit der Güte nichts zu tun. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben ja in der langen, langen Zeit viele Gutachten auch im Rahmen der Zukunftssicherungstarifverträge etc. erstellen lassen. Unter anderem kennt das auch der Herr Professor Göldner, weil wir das im St. Georg auch zusammen gemacht haben. Und da geht es eben darum, die Ist-Situation zu erfassen und dann mit der Ist-Situation auch, natürlich, das ist immer das Negative dran gewesen, temporäre auf Tarifverträge zu verzichten, um gemeinsam wieder in die Zukunft zu gehen. Das heißt, in diesem Gutachten oder zumindest was uns vorliegt, ich weiß ja nicht, ob es noch inhaltlich mehr gibt, fehlt mir, das habe ich deutlich gesagt, eine komplette Ausgangsanalyse. Es ist nur dargestellt, dass Fallzahlen weniger sind. Das ist ja auch an allen dargestellt worden, aber es steht nirgendwo, in welchen Bereichen. Ist es komplett durchschnittlich in jedem Bereich oder ist es nur in speziellen Bereichen? Warum sind die Fallzahlen rückgegangen? Und das Zweite ist, am Ende des uns liegenden Foliensatzes wird die wirtschaftliche Entwicklung dargestellt. Da finde ich es schon immer kritisch, wenn man keine Bandbreite mit aufzeigt zwischen Worst Case und Best Case. Das fehlt hier, deswegen sage ich nicht zur Qualität, sondern was jetzt gerade uns vorliegt, worauf möglicherweise Ihre Entscheidung zu treffend ist, ist nicht ausreichend und es müssten auch andere Szenarien noch weitgreifend geprüft werden. Es kam der Vorschlag von dem Fachklinikum, bei mir war es nur das Beispiel des Mutter-Kind-Zentrums, aber es gibt auch mögliche kluge Zwei-Standort-Varianten, die man tiefer prüfen könnte. Und hier fehlen immer so die Aussagen mit Vor- und Nachteilen. Das ist mit Schlagworten in den Präsentationen aber nicht ausführlich hinterlegt. Das ist die Kritik, die ich daran habe. Und auch ein Beispiel noch, es wird von vielen Kooperationen geredet. In dem ganzen Foliensatz steht nichts drin, welche Kooperation man meint. Es wird viel von Fördermitteln geredet. Strukturfonds heißt nicht nur, dass man Fördermittel kriegt, wenn man eine Klinik schließt. Das ist schlichtweg falsch. Es gibt auch Fördermittel bei Strukturänderungen.
zumindest in anderen Bundesländern. Das müsste man dann mit dem Land klären. Vielen Dank, Herr Professor Göldner. Frage der Güte des Gutachtens und vielleicht noch für Sie als Kliniker, Frage, ob 400 Millionen aus Ihrer Sicht ausreichend sind. Zunächst erstmal deutlich machen, man muss natürlich eine Klarheit haben über die Finanzierungsstrategie. Sonst können alle angedachten Konzepte im Grunde genommen irgendwann mittendrin absterben. Und es gibt dann Riesenprobleme in der Motivation, aber auch vor allen Dingen auch in der praktischen Bewältigung und Sicherung der Versorgung. Und insofern, ich hatte schon mal irgendwo angefragt, ob es denn schon mal eine Runde gegeben hat oder mehrere mit dem Land, um einfach mal zu deutlich zu machen, wie sieht das Land realistisch die Chancen, in der nächsten Zeit im Grunde genommen mehr als die normale übliche Summe für Dresden hier einzustellen. Ich kenne das vom St. Georg. Läuft jetzt so eine Geschichte, jahrelang ist da überhaupt nichts gegangen. Und deswegen muss man meines Erachtens auch hier das Land festhalten. Man kann es ja nicht festnageln, aber um nochmal ganz klar zu sagen, wo es lang geht. Und deswegen muss man, wenn Sie eine Entscheidung treffen, ganz sicher sein, sind die Investitionsmittel, dass die immer erkämpft werden müssen, ist ganz klar, aber doch in irgendeiner Weise realistisch zu kriegen und auch in der Zeit zu kriegen. So, wenn das nicht der Fall ist, möglicherweise, so wie das tut, muss man sich über Kompromissvarianten verständigen. Und dann kann man dann auch nicht mehr deutlich machen, ich weiß, dass das jetzt auch den Kollegen in Friedrichstadt oder wo auch immer wehtut, aber dann kann man eben nicht volle Kanne sozusagen auf den Campusfahrt sich begeben, sondern da muss man versuchen, Zwischenschritte zu gehen, Alternativen zu gehen, damit wir im Grunde genommen auch tatsächlich das bewältigungsfähig ist. Wir schreiben jetzt 20, bis 35 sollte es abgeschlossen sein. 27 sollten eigentlich schon fast alle Baumaßnahmen, soweit ich das fast so gesehen habe, zumindest am Laufen sein. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich glaube das nicht, dass das realisierbar ist. Insofern denke ich mal, muss man sowohl die Zielvariante haben, zu der ich mich bekenne, ich habe das deutlich gesagt, und man muss darüber nachdenken, ob es Zwischenschritte geben kann, wie sehen die aus, damit man im Grunde genommen auch tatsächlich weitere Wege geht, denn sonst bleibt das stehen. Eins scheint mir klar zu sein, den Status quo, wie Sie ihn jetzt hier haben, das können Sie nicht belassen. Ich bin erschrocken über die Millionen Defizite, die hier vorhanden sind. Das ist auf die Dauer sicher auch für den städtischen Haushalt nicht zu stemmen. Und es wäre viel besser, würden Investitionsmittel locker machen und dafür vernünftige Betriebsergebnisse haben. Das ist vielleicht erstmal aus meiner Sicht eigentlich zu dem Thema Herr Mattis, Ernst und Young. Also ich habe eine Meinung, als ich das gelesen habe. Ich bin aber nicht hierher gekommen und bin noch nicht aufgefordert worden, mich zu dem Gutachten zu äußern, sondern mich zu äußern, welche Vorschläge ich habe und Empfehlungen, wie das hier weitergehen kann. Wenn Sie das zwischen den Zeilen lesen, werden Sie sicher feststellen, dass es da eine ganze Menge Schwächen und Mängel gegeben hat. Aber ich denke, das bringt Sie jetzt hier nicht weiter, müssen Sie möglicherweise bei der zukünftigen Begutachtungseinholung andere Wege gehen. Aber das vielleicht erstmal so weit zu mir. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Göldner. Herr Läufer. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit nochmal. Meine Kritik baut sich letztendlich auf der Kritik meiner beiden Vorredner auf. Es wurde jetzt mehrfach thematisiert, dass bestimmte Unterszenarien einfach nicht überprüft wurden. Diese Unterszenarien kann man jetzt natürlich von Anfang an einfach sagen, nee, das ist keine Möglichkeit. Allerdings muss man immer beachten, und das ist auch aufbauend auf meiner Rede, dass bestimmte Szenarien einfach bedeuten, dass eben die Stellen von manchen Mitarbeitern einfach gekürzt werden. Sprich, es ist definitiv sinnvoll, nochmal zu gucken, welche Varianten gibt es denn noch, welche Szenarien können wir gemeinsam entwickeln, und ich sage jetzt bewusst gemeinsam, weil es ist einfach ein demokratisches Muss, dass man zusammenarbeiten muss. Eben, welche Szenarien können wir entwickeln, um möglichst die Stellen zu erhalten und eben auch die Gesundheitsversorgung in der Stadt Dresden zu gewährleisten.
Davon habe ich im Ernst-Young-Gutachten leider Gottes relativ wenig gesehen. Es wurde relativ frühzeitig auf ein Präferenzszenario hingewiesen. Auf jeder zweiten Seite wird eigentlich schon einfach ein Link auf das Präferenzszenario geschlossen. Und das ist insbesondere, was die Zukunft der Gesundheitsversorgung und der Mitarbeiterzukunft angeht, nicht hinreichend. Also auch hier an dieser Stelle, bitte überprüfen Sie noch weitere Szenarien, inwieweit die realistisch sind, um wirklich auch die Standorte erhalten zu können und somit auch die Zukunft eines kräftigen Klinikums einfach zu gewährleisten. Vielen Dank, Herr Läufer, Herr Ludwig, Herr Mokwitz. Nee, Herr Läufer war gerade, jetzt kommt Herr Ludwig. So. So, ja. Im Prinzip, ich kann jetzt eigentlich nur wiederholen, was schon gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt zielführend an der Stelle ist. Gab es noch eine konkrete Frage an mich an der Stelle? Güte des Gutachtens, wenn Sie sagen, das ist das Gleiche, was die Vorredner gesagt haben, dann können Sie sehr gern an Herrn Mokwitz. Dann würde ich an der Stelle weitergeben. Und hier dann auch die Frage an den Kliniker, Herrn Mokwitz. 400 Millionen, erscheint Ihnen das realistisch? Sie hatten das ja vorhin schon kurz erwähnt. Also Sie alle können rechnen, Sie wissen, was Gleichungen sind. In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung waren, glaube ich, 20 Variablen aufgeführt. Eine Gleichung mit 20 Variablen, wenn dann sich nur eine einzige um 10% ändert, ist das Ergebnis dementsprechend anders. Auch der Landesbasisfallwert, dort steht 2% Steigerung. Wenn Sie nur 1,8% haben über 10 Jahre im Schnitt, dann machen Sie in 10 Jahren ein Defizit. Wenn Sie 2,5% haben im Durchschnitt, was kein Mensch weiß und auch niemand von Ihnen beeinflussen kann, dann können Sie sozusagen in 10 Jahren goldene Wasserhähne anbauen. Und das ist sozusagen die grundsätzliche Aufgabe aus meiner Sicht von Gutachten, ist es nicht, die Wahrheit herauszufinden, alle Interessen sozusagen zu berücksichtigen und den goldenen Weg zu zeigen, sondern das Gutachten baut Ihnen einen Spiegel auf, weil der Gutachter per se so ausgesucht sein muss, dass er keine Eigeninteressen dran hat. Und jede Fraktion hier von den Mitarbeitern von der Verwaltung hat Eigeninteressen und Sie brauchen jemanden, dem es sozusagen aus guten Gründen nur um seinen Verdienst geht, damit er aber eine relativ objektive Analyse macht und eine Empfehlung abgibt. Deswegen muss man das Gutachten prinzipiell erstmal als was Positives annehmen, auch wenn einem das Ergebnis nicht gefällt an dem Punkt. Sie wissen auch, dass die allermeisten Gutachten geschrieben werden, damit sie irgendwann in der Ablage verschwinden. Ich hoffe nicht, dass das der Einsatz war an diesem Punkt. Aber allein die Diskussion, die es ausgelöst hat und die Dinge, die dadurch in Gang gekommen sind und vor allem auch, sag mal so, die Konfliktfläche, die jetzt viele von Ihnen haben, sich damit auseinanderzusetzen, war es aus meiner Sicht wert. Ob die Zahlen stimmen in 15 Jahren, niemand wusste was von Corona. Corona wird die Krankenhauslandschaft, was die Vergütungssituation angeht, massiv durcheinanderwirbeln, wo kein Mensch weiß, wohin das geht. Ab 30. September gibt es keine Ausfallpauschale mehr. Wir sehen jetzt schon in vielen Bereichen, dass sich das Inanspruchnahmeverhalten der Bevölkerung von ärztlichen Leistungen deutlich ändert. Niemand weiß, wohin es geht. Also das Gutachten sagt keine Wahrheit und gibt Ihnen am Ende auch keine wirtschaftliche Sicherheit, dass wenn Sie das Konzept machen, es kann Ihnen aber einen Weg weisen, es kann Ihnen Grenzen aufzeigen und vor allem haben Sie eine Meinung, sozusagen, der man Objektivität unterstellen darf und nutzen Sie das einfach als an der Stelle Aufhänger. Vielen Dank. Herr Bartels ist nicht mehr da, dann würde ich Sie, Herr Professor Augurski, bitten. Güte des Gutachtens, 400 Millionen, vielleicht auch nochmal auf die Frage zu den zwei Standorten. Und nicht den zwei Standorten, sondern den zwei Varianten, die Herr Mattes angefragt hat, Ansiedlung von Fachzentren in Trachau beziehungsweise die Ansiedlung von Fachkliniken ohne Notfallversorgung. Wie realistisch halten Sie das? Okay. Ja, also was die Qualität des Gutachtens angeht, ich mache ja auch mit meinem Team solche Gutachten, deshalb kann ich sagen, alle anderen sind schlechter. Also ich will nur sagen, da bin ich ja auch befangen, aber jetzt im Ernst, meine Kollegen haben das auch sich angeschaut, das sind ja verschiedene Annahmen, die man so trifft. Die haben jetzt nicht geschrien, das ist alles irgendwie daneben. Das passt. Wir hätten wahrscheinlich bei der Fallzahlentwicklung nicht ganz so optimistische Annahmen gemacht. Das ist ja auch, wie Sie sagen, beim Basisfallwert ein paar Kommastellen anders. Deshalb glaube ich, dass es vielleicht doch etwas schwieriger wird. Aber das gilt dann ja für alle Szenarien gleich. Ja, das ist dann nur eine Niveauverschiebung, wird aber die Aussagen am Ende nicht groß ändern. Der Punkt ist auch immer,
Es ist schon wichtig, was Sie auch gebracht haben. Ich brauche diese auch Detailbetrachtung, also wo sind die Fälle zurückgegangen, in welchen Indikationen, auch in welchen Stadtteilen. Das machen wir auch immer, solche Analysen. Dann muss aber ich auch immer wieder kommen, da kriegen Sie eine ganze Menge an Analysen in Excel-Files. Man muss sich dann am Ende immer beschränken, sagen, was bringe ich denn jetzt sozusagen? Also was kann man denn noch verdauen? Weil Sie können natürlich in der Kürze der Zeit nicht alles bringen. Da weiß ich nicht, inwieweit jetzt auch Ernst & Young gesagt hat, wir haben diese Analysen, aber sie sind jetzt nicht auf der höchsten Ebene, sondern liegen dahinter. Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Was war noch? Thema Fachkliniken, also das prüfen wir auch immer. Das ist ja das Typische, ich habe jetzt mehrere so ähnliche Prozesse selbst mitbegleitet, wo man sagt, da haben wir einen kleinen Grundversorger, was weiß ich, 200 Betten und dann noch im Landkreis 600 Bettenhaus und wir wollen das zusammenlegen. Oder gibt es die Alternative, dass man vielleicht aus dem 200 Bettenhaus eine Fachklinik macht? Also ich kann mich nicht erinnern, wir haben eigentlich immer gesagt, das also prüfen kann man es, aber es ist nie eine richtige Option, weil eine Fachklinik ist halt nicht Grundversorgung. Sie brauchen ein ganz anderes Einzugsgebiet und das ist dann zumindest für Landkreise nicht schaffbar, so plötzlich eine Fachklinik zu machen. Das muss ja wachsen, dann brauchen Sie dann auch einen Namen, damit Sie überregional die Patienten akquirieren können. Das wird lokal schwierig, deshalb haben wir das meistens auch verworfen. Trotzdem, ich meine, wirtschaftlich können, wenn Sie sowas haben, eine Fachklinik, dann läuft die in der Regel auch wirtschaftlich ordentlich. Da ist dann im Durchschnitt das okay. Aber Sie müssen halt dahin kommen. Und das ist tatsächlich dann in der Regel nicht einfach so aus dem Boden zu stampfen. Thema Notfallversorgung, ja, klar. Also wenn ich dann im Rücken auch die High-End-Versorgung habe, ist es für die stationäre Notfallversorgung wichtig. Ich stelle mir aber auch vor, wenn Sie so ein ambulantes Zentrum haben, auch das haben wir schon in verschiedenen Konzepten für Landkreise erarbeitet und wird auch zum Teil dann umgesetzt. Da geht es ja um die ambulante Andockung, dass die Bürger eben für die einfacheren Fälle lokal einen Ansprechpartner haben. Und klar, komme ich da in den KV-Bereich rein. Für mich wäre es eine Aufgabe dann auch in so einem ambulanten Zentrum, dass mit der KV zusammen aufzuziehen, also auch KV-Sitze dafür zu gewinnen, um dort eine fachärztliche Notfallversorgung eben Richtung ambulant zu gewährleisten. Aber so diese große stationäre Notfallversorgung ist sicherlich schwieriger. Da würde ich dem Vorredner auch zustimmen. Waren das so die Fragen? Sonst? Ach, das Geld, ja genau, also die Investitionssummen. Also die Investitionssummen, ohne das jetzt nachgerechnet zu haben, schienen mir von der Größenordnung her plausibel. Da war ja der Punkt, genau, auch mit dem Strukturfonds, ja, die 50 Millionen pro Jahr, da müssen Sie lange natürlich dann auf der Prioritätenliste einstehen. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass das Bundesland für die Gesamtsumme verantwortlich wäre. Also, der Strukturfonds ist sozusagen das Sahnehäubchen. Also wenn es nach zum Recht zuginge, dann müsste das Land Sachsen diese Investition, sagen wir, zu 80% finanzieren. Ja. Offenbar ist das nicht der Fall. Ich weiß, dass die Fördermittel massiv. Ich bin gerade mit Sachsen, bin morgen im Ministerium. Also wir haben da, ich sage es auch jedes Mal wieder, also top die 90er Jahre, die Nullerjahre, wirklich top gemacht, die Investition mit anderen Bundesländern verglichen. Sachsen Pionier. Aber jetzt hat es nachgelassen und zwar massiv. Jetzt ist es unterdurchschnittlich. Also da kann ich nur sagen, da darf man dann gerne was ans Land auch hochreichen. Aber es hilft ja nichts. Es ist Wunschdenken, wenn das Land nicht sich bewegt. Aber man muss da ansetzen. Dankeschön. Herr Poller. Ich würde gerne drei Punkte aufgreifen. Einmal das Gutachten von Ernst & Young. Ich glaube, wir haben uns in diversen Runden ausgetauscht. Das gibt Stärken und Schwächen in dem Gutachten. Und wir haben es als Direktorium, aber auch mit den 5 Chefärzten der Zukunfts AG als Absprungspunkt genommen und haben darauf aufgesetzt und haben aber die Meinung von Ernst & Young nicht unreflektiert übernommen. Ernst & Young ist der Meinung, dass wir nicht 1070 Betten Somatik brauchen in einem Zukunftsszenario, sondern nur 950.
Und das sehen wir persönlich anders. Und weil wir die Inhalte vielleicht auch besser kennen und dadurch auch das eine oder andere an Schwäche ausgleichen konnten. Aber wie gesagt, das war unser Absprungspunkt. Zu dem, was Herr Professor Gurzki gerade angesprochen hat, ja, mit der Förderung. Wir haben erste Gespräche mit dem Sozialministerium geführt. Insgesamt sieht man unser Konzept als sehr vorteilhaft an und da man konnte sehr viel, sagen wir mal, diesem Konzept abgewinnen, also von unserem Präferenzszenario. Es kommen aber auch zwei Sachen rein. Das eine ist halt, um die Gespräche weiter zu konkretisieren, brauchen wir natürlich auch einen Stadtratsbeschluss. Sonst kann ich nicht aktiv werden oder sonst können wir auch nicht definitiv werden. Und die Einschätzungen, die momentan da sind, ob das nachher 100 Millionen sind oder 120 Millionen über den Strukturmittelfonds oder auch über die Einzelförderung, das muss herausgearbeitet werden. Aussage war aber auch ganz konkret, dass das Schließen eines Standortes, und das ist in unserem Präferenzszenario auch mit den 10 Betten für das Notfallzentrum gegeben, so der aktuelle Stand, das ist die Voraussetzung, um überhaupt Strukturmittel zu erhalten. Ja, das ist die Aussage, die ich von Frau Rühn gehalten habe und Sie können sie gern protokollieren. Also das ist ja nichts Geheimnisvolles. Als drittes möchte ich nochmal darauf eingehen, Herr Dr. Deppe und Herr Dr. Mottwigs hatten vorhin nochmal das Thema angesprochen und in Fragen von Herrn Dr. Deppe, kleines Krankenhaus, elektive Einrichtungen in der Form. Ich glaube, es kommen zwei Sachen rein, die wir auch berücksichtigt haben. Das Krankenhaus in Trachau ist einfach nicht als Krankenhaus konzipiert worden. Wir haben 15% der baulichen Substanz in den letzten 20 Jahren neu gemacht. Und heute in einem Haus ist die Neurologie drin, demnächst wird die Kardiologie drin sein. Aber das sind 15%. Der restliche Bestand ist als Pflegeheim gebaut worden. Und es wird auch immer irgendwo ein Pflegeheim bleiben. Das heißt, wir können dort Geld reinstecken, wie wir wollen. Wir werden keine moderne Krankenhausinfrastruktur dort abbilden können. Wir werden nie die Prozesse haben, die wir mit einem Neubau halt hinbekommen würden. Das muss uns einfach klar sein. Das Zweite ist, ich bin bei, natürlich wird man elektive Bereiche auch separieren, also das, was Herr Dr. Mockwitz vorhin ausgeführt hat. Wir haben heute schon an dem Standort Friedrichstadt eine Pavillonstruktur. Das heißt, Sie haben das vorhin in einem Bild, was ich gezeigt habe, gesehen. Wir haben verschiedene Häuser und wir haben heute schon verschiedene Ansiedlungen. Das heißt, das Trennen von elektiven Einrichtungen und Angeboten zu der Notfallsituation, und da bin ich komplett bei Ihnen, und das haben wir auch berücksichtigt, was Sie vorhin beschrieben haben. Wir haben in diesem Konzept, was wir baulich dort abgebildet haben, für Friedrichstadt vor, dass wir die Notfallsituation mit ganz kurzen Wegen auf einer Ebene hinbekommen. Und das schaffen wir, indem wir halt einen Verbindungsgang da reinbringen. Das heißt, genau das, was Sie dargestellt haben, haben wir mit drin, und das war mir nochmal wichtig, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Dankeschön. Frau Dr. Geitsch, Frau Dr. Vogel, Herr Böhm und danach Herr Schmählich. Frau Dr. Geitsch. Okay, dankeschön. Einige meiner Fragen sind jetzt schon beantwortet. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen, weil ich schon interessant und nachdenkenswert finde den Ansatz von Herrn Vogel. Ich bin immer so ein bisschen namensamnesisch, Entschuldigung. Die Frage eben, ich würde es mal so nennen als Szenario 4, standorterhaltendes Spezialisierungskonzept. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir werden nie Bedingungen wie in einem Neubau haben. Das ist sicherlich ein Problem, aber davon sprechen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Ne? Wir wollen ja, also ich glaube, das ist schon Konsens, dass es keinen generellen Neubau geben wird. Also muss man doch noch mal prüfen, welche Bedingungen, unter welchen Bedingungen können wir mit dem Material, was wir jetzt haben, sowohl fachlich als auch wirtschaftlich gut vorankommen. Und da erscheint mir der Grundansatz, nämlich elektive und ambulante Potenziale an dem Standort zu bündeln, sowohl aus medizinisch-fachlicher als auch möglicherweise wirtschaftlicher, da habe ich immer so die Bettenzahlen mit im Hinterkopf, dort sinnvoll nutzen zu können. Und natürlich auch das medizinische Potenzial, ja, was ich dort vorhalten könnte. Drum, vielleicht können Sie heute dazu schon noch was sagen, aber vor allen Dingen würde ich die Bitte, die auch der Herr Leuwer ja gesagt hat, nochmal unterstreichen, das auch nochmal dezidiert zu prüfen.
sowohl aus fachmedizinischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht eben diese Frage. Ich nenne es Spezialisierungskonzept standorterhaltend, auch für Dresden-Neustadt. Und dann ist mir noch was aufgefallen, erscheint mir ein bisschen sehr mutig, in Anführungsstrichen gerechnet. Herr Poll, in Ihrem Vortrag die Frage der Bettenzahl. Trachau mit 72% Auslastung, Friedrichstadt 78% mit 71% Auslastung derzeit. Wir sollten doch, und jetzt als Ziel 94 Betten mit Ziel 85% Auslastung, was dann ungefähr eine Zahl von 94 zu 80 Betten sein würde. Das sind aber faktisch 7 Betten weniger, als das wir in der Summe jetzt haben, wenn man die Auslastung nebeneinander zählt. Ich habe es mal so schnell ausgerechnet, was ja ganz einfach geht, wenn man Prozentrechnung so ein bisschen beherrscht. So, und ich denke aber, dass wir in einer wachsenden Stadt die Gesamtbettenzahl nie reduzieren, nicht so stark reduzieren sollten. Und auch Reserven einfach nötig sind, um akute Fälle abdecken zu können, auch im Sinne der medizinischen Grundversorgung. Also das würde ich gerne nochmal eine Auskunft dazu haben, wie Sie gerade auf diese Anzahl von Betten kommen. Und dann ist natürlich die Frage der Bettenzahl auch eine Frage der Finanzierung, wo wir als Kommune ja mit den Fallzahlen rechnen müssen, aber eben vielleicht auch einfordern müssen, wenn ich eine ambulante Versorgung mache mit minimaler Bettenvorhaltezahl, muss ich vielleicht mit einer höheren Fallzahl, das wissen Sie als Mediziner besser als ich, ich habe nur bisher in meinem Leben 2 ambulante OPs habe machen lassen, wo ich manchmal gesagt, bei der einen gesagt habe, ein Tag im Krankenhaus wäre einfach besser gewesen. Und ich denke, dass das in anderen Fällen auch so ist. Also dort muss man vielleicht auch neu denken, nicht nur unter den gegebenen Bedingungen, sondern einfach ein Stück darüber hinausdenken und sagen, wir brauchen dort andere Forderungen, einen neuen, auch finanziellen Ansatz mitzudenken. Habe ich mich verständlich gemacht? Okay, danke schön. Herr Polle. Zu der ersten Frage, die Sie aufgeführt haben, die spezialisierende Standorterhaltung. Das Thema, wenn wir Trachau sehen, also das Thema ambulantes Zentrum haben wir, glaube ich, in unserem Präferenzszenario sehr gut abgebildet. Dort werden sehr viele ambulante Angebote sein, ob wir selber mit unserem MVZ dort tätig wären, ob wir zu den stationären Angeboten, die wir jetzt halt für den Standort Friedrichstadt präferieren, dort halt die entsprechenden Gegenpole schaffen. Also ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt und das haben wir aufgenommen, was Sie gerade angesprochen haben. Das zweite ist das elektive Zentrum und ich komme nochmal darauf zurück, was ich gerade noch schon mal gesagt habe. Die Bausubstanz, die wir und die denkmalgeschützte Bausubstanz, das ist ja das Entscheidende am Standort Trachau, bringt einfach die Schwierigkeit mit, dass wir dort sanieren und instand halten können, wie wir wollen. Wir werden dort keine modernen Strukturen schaffen. Und da ist der Denkmalschutz, der dahinter steckt und der bedingt halt einfach, dass wir viele Dinge nicht machen dürfen. Und das haben wir rauf und runter analysiert und kommen zu keinem anderen Ergebnis. Und es ist die Einschränkung, die wir am Standort Rache haben. Und dann kommt das rein, dass wir sagen, warum, wenn wir die Möglichkeit haben, an einem Standort auch elektives Geschehen, auch separiertes elektives Geschehen anzubieten, mit allen Vorteilen, die damit zu tun haben, auch ein orthopädischer Fall kann mal Notfall werden und wir haben die kurzen Wege an einem Standort. Also wir kommen immer wieder zu dem Thema, dass es der bessere Weg ist. Das sind ja das, was bei uns die Chefärzte, die daran beteiligt haben, so sehen. Das zweite Thema, ja, die Bettenzahl, also es war nun mal exemplarisch, was ich reingebracht habe. Wir haben heute 120 Betten an den beiden Standorten mit der mittleren Verwaldung von Mitte 70. Und wir haben uns da ja auch in dem Fall mit Herrn Professor Mees hingesetzt und haben rauf und runter dekliniert, wie und analysiert, wie ist heute die Verweildauer, wie sehen wir in Zukunft die Verweildauer. Und man darf nicht nur die 85% mit den dann 94 oder 96 Betten sehen, sondern man muss die anderen Dinge damit reinnehmen. Das ist nur ein Beispiel, ich kann das gerne im nächsten Gesundheitsausschuss mal deutlicher darstellen oder auch von einem der Experten, also der Chefärzte, vorstellen lassen. Aber so sind wir alle Bereiche durchgegangen und ich möchte nochmal betonen, wir sind auf 1070 Betten
für die Somate gekommen. Ernst in Gang kommt nur auf 950. Herr Professor Gurzki hat gerade auch ausgeführt, dass er die Fallzahlentwicklung in dem Gutachten nicht ganz so positiv gesehen hätte. Das heißt, wir haben schon viel Glauben an die Zukunft, also Glauben an unser städtisches Klinikum, in die Berechnung, in die Kapazitätsberechnung reingepackt. Sonst wären wir nicht auf diese Zahlen von 1070 gekommen. Und man muss natürlich auch noch ein weiteres bedenken. Wenn wir die 1070 somatischen Betten an einem Standort haben, haben wir in der Verschiebung, die sicherlich kommen wird, wo man nachher feststellen wird, ich brauche doch in der einen Fachabteilung in der Allgemeinchirurgie vielleicht 20 Betten mehr und ich brauche aber in der Gastroenterologie 20 Betten weniger. Oder auch innerhalb dieser Zentren, wenn ich das an einem Standort habe, habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, das auszugleichen, als wenn ich mich darauf fokussiere und sage halt, okay, die 120 Betten, die ich für die Orthopädie ausgerechnet habe, die verschieben wir an den Standort Trachau und sind dann darauf aber festgelegt. Und wenn wir dann 140 brauchen, haben wir keine oder sehr schwierige Ausweichmöglichkeiten. Wenn wir nur 100 brauchen, haben wir wieder eine Nichtnutzung von Kapazitäten. Also wir kommen, also man, wissen Sie, Sie können alles machen. Aber die Frage ist immer, welche Kompromisse gehe ich damit ein? Und diese einmalige Chance, die wir heute haben, das einmal so zu ordnen für die Zukunft, das ist halt immer das, was bei uns immer rauskommt in der Diskussion. Ne? Das zu den Fragen. Professor Augurski? Ja, wenn Sie erlauben, eine kleine, zwei Ergänzungen zu den Themen. Das mit dieser Auslastung. Sie müssen mitbedenken, da spielt auch Verweildauer eine Rolle. Wie lange wird man im Krankenhaus liegen in der Zukunft? Und vor allem und noch wichtiger das Thema, was mache ich später mal ambulant? Wenn Sie international vergleichen, Deutschland hat 23 stationäre Fälle auf 100 Einwohner pro Jahr. Damit haben wir Platz 1 so in den vergleichbaren OECD-Ländern. Österreich folgt gleich auf Platz 2, die haben auch so 23. Nehmen Sie die Dänen, die haben 13 stationäre Fälle auf 100, die Holländer noch weniger. Dann gibt es viele dazwischen, was weiß ich, 15, 18. Aber viele haben halt deutlich weniger, weil dort der ambulante und der stationäre Sektor nicht getrennt sind. Wir haben da diese Trennung und diese Sektorengrenze, die wird aufgewühlt. Ja, das ist genau das, was wir demnächst angehen müssen, auch bundespolitisch. Und nächstes Jahr wird zum Beispiel der ambulantes Operierenkatalog überarbeitet, also verschärft. Also was muss ich ambulant machen als Krankenhaus? Da fallen Ihnen viele heute stationäre Fälle einfach weg. Inwieweit das jetzt alles einberechnet wurde, aber ich glaube, wir werden nicht mehr diese großen Bettenzahlen brauchen. Und wir reden über die 30er Jahre. Also keiner von uns kann sich heute vorstellen, wie die Medizin sein wird. Ich glaube nur mit dem ganzen Drumherum, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und auch diese Spezialisierung, genomische Medizin und so weiter, wir werden die alle nicht mehr wiedererkennen. Aber man kann natürlich nur auf Basis des Bestehenden planen, aber da glaube ich, was die Bettenzahlen angeht, da muss man nicht so optimistisch sein. Und mit der Fachklinik nochmal, wenn man herausfindet, so eine Fachklinik macht irgendwie Sinn, meinetwegen für Neustadt, dann würde ich mich die Frage stellen, dann macht sie ja auch in Friedrichstadt Sinn. Also dann kann ich sie auch gleich da andocken und kann da noch weitere Synergien nutzen. Auch da kann man ja dann dieses Potenzial ansiedeln und habe dann noch mehr davon. Also klar, es geht hier mehr um die Stadtteile, ich bin ja von außen, aber Fachklinik würde ich dann gleich dort ansetzen, wo schon das meiste steht. Dankeschön. Frau Dr. Vogel, Herr Böhm und Herr Schmedig. Frau Dr. Vogel. Ja, die gute Nachricht des heutigen Tages ist für mich, dass die AfD es als einzige Fraktion nicht geschafft hat, einen Experten zu benennen für diese Anhörung. Das freut mich insofern, als anscheinend niemand von Rang und Namen sich mit dieser Partei in Verbindung gebracht sehen möchte und gibt mir Hoffnung, dass wir vielleicht es auch in Dresden schaffen, diese bösen Geisterzeiten dann wieder loszuwerden. Das ist das eine. Das andere, inhaltlich finde ich die Idee von Herrn Becker und Herrn Ludwig sehr bedenkenswert, nach diesem Gutachten, auch wenn wir uns jetzt für Szenario 2 entscheiden sollten oder in seiner geschärften Fassung, wie auch immer, dass wir uns gegebenenfalls als Gesundheitsausschuss und oder auch als Stadtrat die Zeit geben und vielleicht auch nehmen sollten, ein solches Gutachten zur Überprüfung dieses Ergebnisgutachtens noch einmal in Auftrag zu geben.
Und zwar aus den Gründen, die die Experten genannt haben. Das finde ich wirklich bedenkenswert. Das muss ja nicht nochmal ein Jahr dauern. Das reicht ja vielleicht dann auch, wenn man die Parameter mit Blick auf das Direktorium des Klinikums und dem Träger zusammenbindet, dass man dann wirklich nochmal eine unabhängigere, also wie unabhängig sind Wirtschaftsunternehmen, die Gutachten machen, gewerblich ist schon klar, aber sozusagen jemand anderes als Ernst & Young dann nochmal drauf guckt, in Verbindung mit dem, was Sie vorgearbeitet haben, wie plausibel das ist. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und ich habe eine Frage zum weiteren Verfahren, wirklich auch mit Blick darauf, was von den Experten gesagt wurde. Wie stellen Sie sich jetzt, also an Herrn Polle und Frau Dr. Kaufmann, wie stellen Sie sich jetzt die umfassende Einbeziehung der Beschäftigten vor, nach dem Stand heute, den wir haben? Ich kann mir nur vorstellen, dass bevor ein solches Doppelgutachten nochmal in Auftrag gegeben wird, wirklich mal eine Schleife gedreht wird, wo die Beschäftigten umfassend zu Wort kommen, wo eine Mitarbeiterversammlung gemacht wird und wirklich auch die Mitarbeiter aus der Praxis die Möglichkeit haben, ihre Ideen mit Blick auf das Szenario, was jetzt in Frage steht, einzubringen in den Prozess und zwar wirklich inhaltlich einzubringen, nicht nur im Sinne einer Anhörung. Und mich würde wirklich interessieren, im Begleitteam ging das immer so ein bisschen unter. Jetzt wurden von den Experten mehr oder weniger subkutan auch die Frage gestellt, hat Ernst & Young wirklich niemanden von den Mitarbeitern in diesem gesamten Prozess befragt, sondern nur Sie als Direktorium haben informiert? Vielen Dank. Ich würde gleich mal Ihre erste Frage beantworten, Frau Dr. Vogel. Also, Sie erinnern sich, wir sind gestartet Anfang des Jahres, als der Wirtschaftsplan, mit dem wir aktuell arbeiten und die mittelfristige Finanzplanung schwierig waren. Wir haben seitdem viermal getagt als Begleitteam und damit als ein 21-köpfiges Gremium, um neben dem Träger und dem Direktorium auch Chefärzten und Mitarbeitern des Klinikums und natürlich auch Ihnen als Politikern die Chance zu geben, ein Meinungsbild zu erarbeiten, mithilfe der Szenarioplanung uns der Thematik zu nähern. Heute ist im Grunde genommen jener Zeitpunkt, der das Licht der Öffentlichkeit sieht. Wo stehen wir? Was haben wir bisher erreicht? Und hier ist damit im Grunde genommen der Punkt, der uns dann auch im abschließenden Begleitteam am 8.10. die Möglichkeit geben soll, all diese Informationen, die heute durch die Experten dargestellt wurden, nochmal zu sammeln und im Grunde genommen in eine Abwägung zu gehen. Innerhalb der Mitarbeiterschaft gilt es auch und gab es auch schon in der Vergangenheit so viel wie möglich Informationen, Themen, Ideen, Ängste zu sammeln, zu bündeln. Wir haben also extra, da wird Herr Polle gleich was sagen, einen Flyer, eine Gazette, wie auch immer, also ein Informationsplättchen entwickelt und auch einen virtuellen und einen echten Briefkasten geschaffen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich ganz intensiv an diesem Prozess beteiligen können und auch sollen, weil wir packen das nur gemeinsam. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. Und wenn wir dann irgendwann im Herbst, vielleicht auch ein bisschen später, uns ein abschließendes Meinungsbild im vorpolitischen Raum geschaffen haben, dann wird der Träger gemeinsam mit der Direktion in die klassische Beschlussvorlagenerarbeitung gehen und dann sind wir im politischen Diskurs innerhalb der Fachausschüsse. Nochmal zur Beteiligung der Mitarbeiterschaft, Herr Polle, vielleicht? Ja, führe ich gerne aus. Also wir haben seit Mai die Mitarbeiter informiert mit den Möglichkeiten, die wir durch Corona halt vorhanden hatten. Das heißt, es musste viel schriftlich erfolgen. Wir haben auf verschiedenen Wege diese Schriftlichkeit genutzt. Wir haben zwei Veranstaltungen für die Führungskräfte am Standort Neustadt durchgeführt, jeweils gemeinsam mit dem Direktorium, das heißt, die letzte haben Herr Professor Lohmann und ich durchgeführt. Auch mit dem Hintergrund, dass natürlich die Führungskräfte diese Informationen an die Teams halt weitergeben.
Ich hätte gerne alle Mitarbeiter eingeladen. Ja, das hätte ich gern getan, aber Corona hat es nicht ermöglicht. Wir werden, Frau Dr. Kaufmann hat es gerade gesagt, wir werden jetzt in die Öffentlichkeit gehen, das heißt auch anders. Also wir haben immer Ansätze reingebracht. Wir achten natürlich auch immer darauf, dass die Formulierung richtig ist. Wenn wir von unserem Präferenzszenario sprechen, bringen wir das so rüber, dass es die Meinung des Direktoriums ist und keine Stadtratsentscheidung dadurch vorweggenommen wird. Wir werden das jetzt erweitern. Wir sind gerade dabei, in den letzten Zügen mit der Öffentlichkeitsarbeit ein Informationsblatt, also das ist jetzt nicht nur ein Blatt, sondern so ein kleines Heft, was wir erstellen wollen, einen sogenannten Folder, wo wir die Zukunftsvision, so wie wir es heute gemacht haben, auch vorstellen. Das wird 2000 Mal gedruckt, das ist ein nächster Schritt. Und ich würde mich natürlich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn wir alle Mitarbeiter einladen dürfen und können, aber Corona erlaubt es momentan noch nicht. Das heißt, wir müssen andere Medien nutzen, wir müssen das Intranet nutzen, wir müssen die Möglichkeiten, die da sind, so gut wie möglich nutzen, weil wir auch festgestellt haben, desto besser unsere Mitarbeiter informiert sind, desto besser halten sie auch die eine oder andere unglückliche Pressemitteilung aus. Wir hatten vor 4 Wochen ja eine etwas unglückliche Headline in der Sächsischen Zeitung und das ist bei unserer Mitarbeiterschaft in Neustadt sie haben total ruhig reagiert, weil Herr Lohmann und ich 2 Wochen vorher halt diese Information reingebracht haben. Und sie wussten halt, dass das, was da steht, nicht stimmt. Und sie wussten halt, dass das Krankenhaus Neustadt morgen nicht geschlossen wird, sondern wir Überlegungen haben, das in 2035 zu verändern. Und wir stellen in dem Zuge fest, desto besser die Information ist, desto mehr Ruhe ist dabei und mehr Akzeptanz auch. Und bisher haben die Informationen und Diskussionen, die wir geführt haben mit den einzelnen Teams, erstmal Ruhe geschaffen. Ich will nicht sagen, eine Akzeptanz durchgängig reingebracht. Das wäre viel zu früh, das zu benennen. Aber so sind wir unterwegs. Vielen Dank. Aber nochmal die Frage, hat Ernst & Young mit den Mitarbeitern gesprochen oder nur Sie als Direktorium? Also Ernst & Young hat mit den Mitarbeitern nicht gesprochen. Was hätten die auch dieses Jahr mit denen besprechen sollen? Also das ist ja eine Frage halt. Ernst & Young hat schon mit den Chefärzten gesprochen. Die sind ja auch schon länger halt im Unternehmen. Und die haben auch das Sanierungs-, also Ernst & Young hat ja auch das Sanierungsgutachten für die aktuelle Situation reingebracht, wo auch ein paar gute Ansätze dabei sind. Und da hat man natürlich mit den Mitarbeitern gesprochen. Über das neue Konzept und über die Auswirkungen konnten Sie auch gar nicht mit den Mitarbeitern aktuell sprechen, weil wir auch Verschwiegenheit da reingebracht haben. Ja. Und ich finde es auch besser, wenn wir das rüberbringen. Also das ist unsere Aufgabe als Direktorium, das zu tun. Wir haben noch 2 Fragende auf der Rednerliste. Herr Professor Augurski muss sofort los. 18.30 Uhr war vorhin gesagt. Herr Böhm und Herr Schmählich. Herr Böhm. Ja, erstmal vielen Dank an die Experten für die sehr interessanten Vorträge. Eigentlich hatte ich die Expertenanhörung, das ist nicht Schelte an meine Stadtratskollegen, ein Stück weit anders verstanden, dass wir hier nie politische Statements abgeben, sondern dass wir eigentlich eher, sage ich mal, die Sachverständigen befragen. Aber nachdem doch gerade so in den Raum gestellt wurde, dass die Informationspolitik ins Krankenhaus heraus vielleicht nie so optimal ist, dann muss ich an der Stelle, auch wenn ich mit dem Kollegen Polliter bei der Strategie vielleicht nie unbedingt einer Meinung bin in jedem Fall, aber das, was derzeit an Informationen im Krankenhaus lief und was auch in dem Bereich, was uns berichtet wurde, da kann man nichts Negatives dann sagen. Also ich glaube, das können wir eigentlich sehr zufrieden sein. Das wurde mir auch aus dem Krankenhaus gespiegelt. So, nun vielleicht aber zu den Dingen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Oder ich fange vielleicht so an, neben den 425 Millionen Investitionen, die jetzt hier stehen, müssen wir ja davon ausgehen, dass das Krankenhaus weiterhin rote Zahlen schreibt. Wir hoffen sukzessive weniger, ja, also da haben wir voller Hoffnung in Richtung des neuen kaufmännischen Leiters, aber das wird sich nicht so schnell ändern. Das heißt, wir werden also neben den 425 Millionen noch weiteren Zuschussbedarf in 2- bis 3-stelliger Millionenhöhe in diesem Zeitraum haben, bis 2035. Das heißt, das zu bewältigende finanzielle Problem steigt dadurch noch. Und es scheint mir sehr
positiv und möglicherweise nicht ganz realistisch zu sein, in der Kurzfrist oder im Mittelfristplan 25 Millionen im städtischen Haushalt unterzubringen. Vielleicht kann Frau Dr. Kaufmann dazu noch was sagen. Also das erscheint mir ein sehr mutiger Ansatz im Hinblick auf das, was uns der Finanzbürgermeister hier auch für die Mittelfristplanung offeriert hat. Und genau daraufhin gehen eigentlich meine Fragen an die Experten. Alle Experten, die sich dazu äußern können, weil sie es von der Fachlichkeit her so ein Stück einschätzen können, wäre meine Frage, was denn aus Ihrer Sicht eine realistische Fördermittelkulisse wäre. Wir wissen, dass wir sind nicht das einzige Krankenhaus im Freistaat und die Strukturprobleme sind im ländlichen Raum möglicherweise noch viel größer. Was ist eine realistische Annahme? Das ist der erste Punkt. Und dann hatte ich hier vom Professor Gildner und vom Herrn Dr. Murkwitz doch ziemlich interessante Ansätze zur Klinikumstrukturierung. Professor Gildner hat es vorhin schon mal ein Stück weit angebracht und hat gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass wir für das Konzept eine Finanzierung sicher haben. Die große Zahl erscheint uns sehr schwierig und deswegen die Frage an Sie, was würden Sie uns empfehlen, an die beiden Sachverständigen, was würden Sie uns empfehlen, wenn wir mit einem deutlich kleineren Budget arbeiten müssten und mehr auf Sicht fahren müssten, was würden Sie uns für eine Herangehensweise empfehlen? Das ist die Frage und dann habe ich noch eine Frage vielleicht auch an die Experten oder an Herrn Polle. Wir diskutieren gerade zur Zeit, also die ganze Zeit läuft die Diskussion ein Stück, dass wir über mehr ambulante Fälle reden, also deutlich mehr ambulante Fälle. Da stellt sich mir die Frage, ob wir nicht vielleicht mit der angesetzten Bettenzahl, die wir jetzt prognostizieren für die Zukunft, vielleicht dort zu hoch sind. Also wenn wir jetzt wirklich in die Fallzahlen beobachten, wie wir sie haben, möglicherweise können wir den Rückgang stoppen. Wenn wir davon jetzt in hohen Grad an zukünftig ambulanten Behandlungen erwarten, wie ist der Bettenansatz? Weil ich meine, Betten kosten Geld, auch in der Investition. Also das wären sozusagen meine Fragen, die mich jetzt hier interessieren würden. Danke. Gut. Herr Böhm, ich möchte es nicht so konkret machen. Ich sage Ihnen nur, in der mittelfristigen Finanzplanung plant der Träger, Gelder einzustellen. Sie werden am Donnerstag den Haushaltsentwurf vorgelegt bekommen und dann gehen wir in die Diskussion. Es ist klar, dass wir nur mittelfristig planen können bis 2035, aber das Signal ist sehr, sehr deutlich. Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten glauben an das Klinikum und die Notwendigkeit des Umbaus. Und dass wir dann Fördergelder auch noch mit Hilfe des Freistaates einwerben müssen, ist klar. Und wie gesagt, wir sind hier schon im Gespräch mit Frau Staatsministerin Köpping und mit dem entsprechenden Fachkollegen. Und hier bedarf es eigentlich eines ganz, ganz wichtigen Momentes, nämlich das klare Votum der Stadt Dresden und damit Ihres Votums, wo wollen wir hin, wie stellen wir es uns konkret vor. Und dann wird über Fördergelder diskutiert und damit sozusagen auch die Prioritätenliste, in welcher Art und Weise der Freistaat seine Strukturgelder des Bundes weiterreicht und zum anderen die Finanzierung über das sächsische Krankenhausgesetz dann auch uns zugute kommen lassen könnte. Das war auch der Weg, den Chemnitz gegangen ist, langfristig planen, sehr konkret. Und dann über mehrere Jahre oder Jahrzehnte eben die Planung dann auch im Hochbau erwachsen zu lassen. Die weiteren Themen, Herr Polle? Ja, Sie haben das Thema Ambulantisierung angesprochen. Und ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass wir mit 1070 Betten jetzt immer nur Somatik höher liegen als Ernst & Young beispielsweise. Ich glaube, es hängt von uns ab. Wir werden einen größeren Anteil, Herr Wutzki hat es ja auch gerade schon mal ausgeführt, ambulant erbringen. Aber wir werden auch ein deutliches Krankenhaussterben haben in den nächsten 10 Jahren. Davon bin ich persönlich fest von überzeugt. Und die Frage ist natürlich, was verschiebt man immer in die eine oder auch in die andere Richtung? Und ich glaube, wir werden mit dem städtischen Klinikum natürlich die Daseinsfürsorge für Dresden, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber im Umfeld, im ländlichen Bereich wird sich auch noch viel verändern und das ist Chance, Verpflichtung, wie Sie es immer bezeichnen mögen. Das heißt, ich glaube, dass die 1070 Betten eine realistische Größe sind.
in welche Fachabteilung das kommt und welche Verschiebung da noch reinkommt, das ist alles offen. Aber wir brauchen einmal eine Hausnummer. Und ich halte den Bettenabbau, den wir haben, von 1540 Betten auf 1410 für absolut moderat und sinnvoll. Und ich bin bei Ihnen, wenn wir es nicht machen würden und einfach sagen würden, na, wir lassen alles so, wie es ist und machen 130 Betten mehr, heißt das natürlich auch 130 Betten Investitionsmittel. Und die Kombination, die wir nun, oder die Lösung, die wir geschaffen haben und auch die Einschätzung, halte ich nach wie vor bei diesen verschiedenen Aspekten für realistisch. Und wir brauchen, und ich glaube, zudem, wissen Sie, wir waren die letzten 3 Jahre mit dem städtischen Klinikum immer mit unseren finanziellen Verlusten in der Zeitung, in der Öffentlichkeit, in der Diskussion. Wenn wir es jetzt schaffen, in absehbarer Zeit ein positives Votum reinzubekommen und auch, sag mal, die Möglichkeit haben, also wir auch die Möglichkeit haben, mit dem Land zu verhandeln und dort weiter nach vorne zu gehen, mit einer klaren Strategie, glaube ich auch, dass es auch einen Ruck geben wird. Also wir werden eine Veränderung da reinbringen, weil wir müssen aus diesen negativen, und wir können auch aus diesen negativen Schlagzeilen raus. Aber es liegt auch an uns, die Entscheidung zu fällen. Wir waren in Chemnitz und dort hat man genau dieselbe Situation gehabt. Man hatte dort einen 200-Betten-Standort. Und den hat man verändert, indem man an den größeren Standorten einen Anbau geschaffen hat. Man hat auch auf 100 Betten verzichtet, insgesamt. Aber die Mitarbeiter, als der Förderbescheid da war, die haben alle gefeiert. Das ist der Unterschied, der da reinkommt. Bei uns, wir sehen immer Probleme, wir sehen dies, wir sehen das. Herr Bartels hat vorhin mal die Verschiebung vom weißen Hirschen angesprochen. In der Psychiatrie haben wir noch gar nichts verschoben, aber wir haben in der Neurologie was verschoben. Und wir haben Mitarbeiter dort verloren, aber nicht, weil wir was verschoben haben, sondern weil wir nicht vernünftig mit den Menschen gesprochen haben. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir diese Vision richtig verkaufen, und vielen Dank für das Kompliment, wir haben eine andere Kommunikation im Haus. Und das können wir aufnehmen und wir sehen, dass Veränderungen möglich sind, die wir momentan in den letzten 3 Monaten auf einmal in Bereichen sehen, auch in der Zusammenarbeit von Friedrichstadt und Neustadt, was 3 Jahre lang nicht möglich war. So, der letzte Fragende ist Herr Schmählich. Wir haben jetzt schon die zeitliche Latte gerissen. Ich hatte doch konkrete Fragen an die Sachverständigen gestellt, auch konkret in Richtung, was diejenigen Sachverständigen, die was dazu sagen können, was sie denn für eine realistische Förderquote oder Fördermittelquote pro Jahr aussagen können. Die zweite Frage war speziell an Professor Göldner und den Herrn Dr. Murkwitz, was sie uns denn bei schmälerem Budget und wenn möglicherweise der Eigenanteil nicht so finanzierbar ist und auch die Fördermittel, was Sie uns denn dann für eine Herangehensweise empfehlen würden. Okay, Herr Murkwitz und danach Professor Göldner. Herangehensweise ist ganz klar, jetzt in diesem Moment, wo die Aufmerksamkeit da ist, wo die Notwendigkeit der Strukturänderung da ist, müssen Sie alles daran setzen, vom Land, was in der Finanzierungsrichtung bei Ihnen ist, wie bei jedem Krankenhaus, die größtmögliche Investitionssumme zu bekommen. Man sagt, in der Wirtschaft 6-10% des jährlichen Umsatzes bedarf ein Unternehmen an Reinvestitionen. 6% von 300 Millionen pro Jahr, 18 mal 15 Jahre, können Sie sich ausrechnen, was sozusagen die Mindestforderung wäre, die Sie an den Freistaat stellen müssen. Und in dem jetzigen Zeitpunkt schon zu diskutieren, was machen wir denn, wenn das Geld nicht kommt, ist das Einfallstor dafür, das Geld auch nicht zu kriegen. Also im jetzigen Moment kann ich Ihnen nur empfehlen, für ein dann von Ihnen verabschiedetes zukunftsfähiges Konzept maximale Gelder rauszuholen. Leider habe ich 19 Uhr meinen nächsten Termin, sodass ich mich jetzt entschuldigen würde, wenn Sie gestatten. Aber für Fragen auch im Nachgang stehe ich Ihnen natürlich jederzeit auch per Mail oder Telefon zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Murkwitz, Herr Professor Göldner. Professor Kogurski hat ja vorhin mal gesagt, dass ja in Sachsen im Grunde genommen in den 90er Jahren tatsächlich eine sehr zielklare und auch konstruktive Entwicklung im Krankenhausbereich stattgefunden hat. Der einzigen übrigens, die auch tatsächlich auch mit Strukturänderungen was getan haben. Und ich habe mich jetzt daran erinnert in der Diskussion, was Sie machen müssen, wir sind ja hier gefragt worden, was wir Ihnen empfehlen. Sie müssen ein klares Zielkonzept haben. Das klare Zielkonzept, das muss natürlich muss es von der Stadt getragen sein. Das muss getragen sein von der Mannschaft des Klinikums.
Und dann muss das klare Zielkonzept mit dem Land verhandelt werden. In Deutschland nach dem Föderalismus ist das Bundesland verantwortlich für Krankenhausplanung und damit auch nach dem Gesetz übrigens auch für die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen. Und das muss man meines Erachtens auf den Punkt bringen und dann muss man das Ergebnis sehen und daraus muss man dann Ableitungen treffen, ob man unter Umständen Zwischenschritte gehen muss oder wie auch immer. Aber ohne das Land, ich habe vorhin mal bösartig gesagt, festzunageln, also mit dem Land zu Vereinbarung zu kommen, ist das im Grunde nicht zu machen. Da drehen Sie sich noch jahrelang im Kreise. Sie werden das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und im Grunde ist es auch gesetzlicher Anspruch. Also wie gesagt, die Krankenhäuser haben Anspruch nach dem Gesetz, steht eindeutig drin, im Krankenhausfinanzierungsgesetz auf Förderung von Investitionen. Das ist jetzt jahrelang vernachlässigt worden. Warum? Weil alle der Meinung waren, in Sachsen hat alles schon alles wunderbar gebaut, man muss gar nichts mehr machen. Also ich könnte mich da an viele Gespräche erinnern, die ich da auch noch in meiner Leipziger Zeit da mit dem Finanzstaatssekretär und anderen Leuten da geführt habe. Und jetzt muss man, dieser Corona ist jetzt auch schwierig für das Land, aber man muss es auf den Punkt bringen, muss hingehen, muss sagen, so, jetzt wollen wir wollen mit euch das diskutieren. Und ihr müsst euch dann noch in absehbarer Zeit festlegen und daraus kann man dann Ableitung schaffen, dass sie natürlich auch eigene Beiträge leisten müssen. Herr Gurski hat gesagt, 80% vielleicht Förderung, je nachdem, in Bundesländern ist das unterschiedlich, aber im Grunde 100% werden sie nicht kriegen. Da müssen wir dann überlegen, wie man die Finanzierung zusammenkriegt. Aber ohne klares Zielkonzept, ohne Diskussion mit dem Land, sitzen Sie in 10 Jahren immer noch da und es ist nicht weitergegangen. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, ich bitte um Nachsicht. Wir wissen das. Vielen Dank, Professor Güldner. Wir sind genau auf diesem Weg, diese Strategie mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten. Herr Polder wollte noch etwas sagen. Kurze Ergänzung, also ein Beispiel aus Chemnitz. Der Anbau in Chemnitz kostet 100 Millionen, 80% gefördert über Einzelmittel und 20% Eigenmittel des Krankenhauses. Und das Zweite ist halt, wir brauchen ein Gesamtkonzept, damit ich verhandeln kann mit dem Land. Und wir werden danach auch Scheiben bilden. Wir werden keine Förderung von 300 Millionen mit einem Mal bekommen, aber wir werden halt diese Scheiben ansetzen. Aber dazu brauchen wir das Gesamtkonzept. Auch dazu gibt es eine klare Aussage vom SMS. Professor Augurski? Ja gut, vielleicht nochmal auch zum Ministerium. Und was ich sonst in Sachsen im Moment mache, also man kann schon sagen, die Sachsen waren in den 90er Jahren Pioniere. Und auch bis in die Nullerjahre rein. Also da war schon auch noch viel, auch die Kassen haben mitgeholfen bei Investitionen, das ist ja auch weg. Und jetzt ist es eben vorbei, also mit den Investitionen. Jetzt hat man alles, man hat ja neu, also ist ja gut, aber das kommt jetzt. Und genau da stehen wir im Moment. Und ich sage das auch nicht nur, weil ich jetzt in Sachsen bin, ich hatte letzten November einen Vortrag in Berlin von den Sachsen lernen. Und diese Denke würde ich auch gern morgen dem Ministerium nochmal nahelegen. Wir brauchen so ein Zielbild für die Gesundheitsversorgung. Das brauchen Sie. Das ist genau wie bei Ihnen in der Stadt. Brauchen wir das für das ganze Bundesland. Und dann sind daran Investitionsmittel zu knüpfen, um dieses Zielbild zu erreichen. Das wird nicht ganz einfach gehen. Aber dann kann ich mich wieder an die Spitze setzen. Das Ministerium ist jetzt auch neu. Ja, die müssen noch ein bisschen auch sich mit Krankenhäusern intensiver beschäftigen. Und will einfach dafür plädieren, sowohl für Dresden als auch für alle anderen Landkreise und Städte in Sachsen. Da ist schon viel drin, aber ohne Zielbild kommen Sie da nicht voran. Herr Schmählich. Ja, wir wissen natürlich selbstverständlich, dass es einen Handlungsdruck gibt, auch zu Entscheidungen und zu Konzepten zu kommen. Das entbindet uns aber nicht von der Verpflichtung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da würde ich nach der heutigen Anhörung sagen, sind meine Fragezeichen, haben sich eher vermehrt, als sich in Ausrufungszeichen verwandelt. Ich habe in vielen sehr entscheidenden Fragen auch von unseren Experten immer wieder zu Beginn des Satzes gehört, ich glaube, ich nehme an, im besten Fall, ich bin überzeugt. Und dann haben wir meines Erachtens sehr konträre Auffassungen gehört über die Frage, welche Kapazität brauchen wir denn eigentlich? Herr Polle, Sie begründen zum Beispiel Ihre
Bettenkapazitätsannahme damit, dass Sie ja auch davon ausgehen, nicht nur, dass der ambulante Bereich vielleicht zunehmen wird, die Verweildauern vielleicht sich weiter verkürzen in einigen Bereichen, aber es möglicherweise auch zu einem Kliniksterben kommt. Also es sind so viele Annahmen da drin, wo ich denke, wir müssen uns einfach die Zeit nehmen, auch die Prämissen, die von Ernst & Young gesetzt wurden, tatsächlich nochmal verifizieren zu lassen. Das geht gar nicht anders, weil sonst würden wir meines Erachtens sehr auch nach dem heutigen Tag nicht viel schlauer in ein solches Konzept hineingehen, zumal wir ja auch ein paar Ideen gehört haben. Und ich würde jetzt in dem Zusammenhang dann auch mal eine spezielle Frage stellen, wo es auch unterschiedliche Auffassungen bei den Experten gab. Sie gehen ja grundsätzlich in der Projektion davon aus, dass wir zum Beispiel im Bereich der Psychiatrie in Betten auf, also einen Zuwachs an Betten benötigen. Eine andere Auffassung für heute, das wird auf keinen Fall der Fall sein, insbesondere weil auch die KVs ja möglicherweise zu anderen Finanzierungsentscheidungen kommen werden. Also das würde mich nur mal interessieren, was Sie eigentlich dazu bewogen hat, hier davon auszugehen, dass wir in dem Bereich tatsächlich auch noch mehr stationäre Plätze schaffen müssen. Also ich fange gerne mit der zweiten Frage an. Herr Mockwitz ist Anästhesist und kein Psychiater. Und wir haben die Bettenberechnung mit unserem psychiatrischen Sprecher, der psychiatrischen Chefärzte, bearbeitet. Das heißt, die Einschätzung kommt nicht von mir, sondern die kommt von den Fachleuten. Das Erste, was Sie angesprochen haben, ist, es sind Schätzungen. Keiner kann Ihnen heute sagen, wie viele Betten wir in 15 Jahren genau brauchen werden. Und ich kann das verstehen, was Sie gerade gesagt haben, dass die Fragezeichen erstmal noch da sind. Aber ich möchte Ihnen sagen mit aller Deutlichkeit, wir können noch ein Jahr analysieren. Die Einschätzungen werden in einem Jahr nicht anders sein. Also wir werden in einem Jahr auch weiter einschätzen, wie das aussieht. Das ist alles total schwierig. Wir haben da viel Energie reingeschickt. Und es sind Annahmen, die getroffen werden. Aber mehr als Annahmen werden Sie nie schaffen, was die Entwicklung in 15 Jahren angeht. Gut, ich würde hiermit gern die Expertenanhörung beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Experten, die so lange verweilt haben und Rede und Antwort den Stadträtinnen und Stadträten gegeben haben. Ich danke Ihnen für die konstruktiven und interessierten Fragen und würde uns jetzt 10 Minuten Pause gönnen, weil wir gehen dann in die Nichtöffentlichkeit als Betriebsausschuss und dann noch in den Gesundheitsausschuss über. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Danke.